Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie 27. Juli. So. Und ganz viel passiert seit der letzten, also die Ereignisdichte nimmt immer noch zu, obwohl man denkt, das geht gar nicht. Wir werden über vieles reden und am Anfang die übliche Frage, nein, erst nochmal ein Hinweis, denken Sie an Spenden, das ist einfach nur, ich erwähne es mal, weil sonst von 50.000 Zuschauern vielleicht 5 spenden, das ist auch okay, aber ich erwähne es nochmal. So, energetisch, also ist es eine sehr schwitzige Energie, merke ich gerade. Der Sommer ist bei uns endlich auch angekommen und es ist sehr viel los. Kann man das energetisch erklären? Du machst ja auch dieses Magiometer. Ist im Moment da viel los? Ja, also die letzten 5 Tage gab es keine Magiometer-Meldung, weil ich in Bad Meinberg war, aber seit gestern wieder. Und wir haben eigentlich sehr ständig, kann man sagen, ständig hohe Werte. Und diese Eingriffe, Manipulationen, ja, die sehen wir. Auch jemand, der sich überhaupt nicht mit dem Thema Magie beschäftigt, kann bemerken, dass auf seiner Ebene der Beobachtung, und es ist egal, auf welcher Ebene er unterwegs ist, ganz viel getan wird, um ja irgendwo einzugreifen in das, was jetzt so rasant sich bewegt. Sei es, um es zu beschleunigen oder sei es, um es erst einmal scheinbar oder anscheinend aufzuhalten. Also wir haben viele, viele, viele Beispiele und das passt auch zu dem, was magiometermäßig ausschlägt. Wir haben teilweise sehr hohe Ausschläge gehabt in den letzten Wochen, ganz extrem hohe. Und dann kommt immer auch so ein Einbruch, aber man sieht wirklich, es gibt Spitzen. Und wir haben gleichzeitig noch einen anderen Wert, der da wichtig ist, den nenne ich Impulswert, energetischen Impulswert. Das ist der Wert, mit dem du erreicht wirst sozusagen oder in Resonanz geraten kannst. Und damit meine ich nicht die Magiometer-Ausschläge, wie viel kommt davon an, sondern generell, wie stark sind diese Impulse. Und schließlich und endlich noch der Bewusstwerdungsindex. Und der ist immer sehr konstant, so um die 30% gebe ich den an. Das ist ein Wert, der schon hoch ist, aber wohl noch nicht ausreicht, um diesen letzten Flügelschlag des Schmetterlings schon im Gepäck zu tragen, von dem man immer spricht, wenn es soweit ist. Ja, dann ist es der letzte Tropfen, der ins Fass fällt und dann reißt oben diese Oberflächenspannung und das Fass läuft über. Und da sind wir vielleicht dicht davor, das wissen wir nicht, aber jedenfalls wird es vielen Menschen deutlich bewusst, dass was in Bewegung gerät, unübersehbar. Also es muss vielleicht noch das eine oder andere auch passieren. Und ich denke, wir sind auch in einer Zeit, wo noch Gas gegeben wird, sozusagen von bestimmten Kräften jetzt im Moment und wirklich magisch. Und ich sage das nochmal, dass Magie nicht irgendwie mittelalterlich ist und überholt und Aberglaube, sondern dass das wirklich gemacht wird und funktioniert. Riesengroß. Also dass man da nicht sagen kann, das stehen wir drüber, sondern dass es wirkt und wir spüren die Wirkungen manchmal. Und es gibt dann auch mit den Energien, denke ich mal, Tage, wo man wirklich, was weiß ich, völlig platt ist und man kann den ganzen Tag eigentlich in die Tonne treten. Ja. Und andere Tage, da geht's wieder besser. Das heißt, das kann wirklich sehr schnell jetzt auch wechseln, weil diese Energien ständig auch wechseln. Ja, wobei man sicherlich zu kurz springt, wenn man nun sagt, das sind dann immer irgendwelche Manipulationen, die mich in meiner Stimmung behindern, sondern es sind eben auch Werte in uns, die eben bestimmte Resonanzen hervorrufen oder eben auch bestimmte Themen, die einhergehen mit Gefühlen und Emotionen. Und von daher ist nichts falsch daran, wenn du dich mal schlecht fühlst oder deprimiert fühlst. Aber du findest schon, und ich glaube, das hast du auch sagen wollen dabei, du spürst schon, dass manchmal auch so eine Schwere entsteht, die wirklich spürbar wird im Außen. Ja, ja. Und ich erinnere mich schon als Kind, als ich manchmal zurückgekommen bin mit meinen Eltern vom Ausland, dass ich es als sehr belastend empfunden habe, wieder am Frankfurter Flughafen auszusteigen, energetisch. Das ist mir sehr aufgefallen. Ja. Und dass mehr Leichtigkeit war in vielen anderen Ländern. Und so unterliegen wir ganz bestimmten Einflüssen, ich will das ganz pauschal sagen, weil wenn ich jetzt sagen würde, magischen Einflüssen, dann stimmt das. Aber das ist nur Klingt ein Teil. Wieder, Und es ist auch nur ein Teil. Wir unterliegen so viel mehr Einflüssen, dass du nicht unbedingt als Zuhörer anfangen musst, dich mit dem für dich vielleicht schwer greifbaren magischen Anteilen zu beschäftigen, sondern nimm mal die raus, die du so sehen kannst. Und da bleibt noch genügend übrig. Und irgendwann merkst du, das Ganze ist aber gespeist von einer dahinterliegenden Energie. Und da, ja, da wird sehr magisch gearbeitet. Und lass mich noch einen Satz sagen, Joe. Im Moment entsteht dort auch wirklich auch schon eine
Überstrapazierung. Und es gibt viele Ausdrücke davon. Ja. Es gibt viele Dinge, die du sehen kannst. Ich habe sehr viel gesehen in den letzten Tagen. Mhm. Wir können dann nachher darüber sprechen, wo du wirklich siehst, dass das System unkontrollierbar wird für manche, die ihre Energie daraus beziehen. Es gab jetzt ein Video von Hillary Clinton. Hast du das gesehen? Ja, wo sie so... Ja, völlig unkontrolliert. Meinst du das, wo sie wirklich so zuckt auf einmal, so unkontrolliert? Ja, und das ist ein Ausdruck. Ja. Und wichtig ist, wenn du dir dieses Video ansiehst, dass du auch erst einmal nur betrachtest und die beobachtenden Menschen um sie herum betrachtest, wie die das empfinden, weil das kann man deutlich sehen. Nicht bei allen, manche sehen es nicht so gut, es kommt auf die Perspektive drauf an, aber du siehst, wie die eine wirklich zurückweicht und schockiert ist über das, was sie da sieht. Ja. Und das ist etwas, was ein Ausdruck ist, dass bestimmte Kräfte jetzt nicht mehr kontrolliert werden können. Der Magier, der die Geister ruft, kann irgendwann die Kontrolle verlieren. Und dieser Punkt ist sehr schnell. Es ist wie jemand, der mit einem Motorrad oder mit einem Quad oder mit einem Auto über seine Grenzen hinaus unterwegs ist und auf einmal merkt, ups, dieser schmale Grat zwischen noch kontrollieren können und jenseits der Kontrolle, der ist, wenn er überschritten ist, überschritten. Und das passiert jetzt gerade. Also es ist sehr wichtig, das zu sagen. Und du hast auch gesagt, Magie fordert eigentlich auch immer einen Ausgleich. Das heißt, wenn man so arbeitet, es muss ausgeglichen werden. Und im Moment, wenn dann ganz massiv versucht wird, jetzt noch irgendwas unter Kontrolle zu halten, was eigentlich, wo der Zug schon abgefahren ist, dann wird das auch Rückwirkungen haben auf diejenigen, die jetzt so arbeiten. Und sie machen es trotzdem, weil es das ist, was sie kennen, was sie immer getan haben, aber es läuft nicht mehr so, wie es früher vielleicht gelaufen ist. Und ja, kann man das sagen? Ich würde es anders ausdrücken, weil es ist nicht aus deren eigenen Entscheidung heraus so gekommen, sondern das sind Dinge, die damit einhergegangen sind, dass man sehr viel dafür bekommen hat auf bestimmten Ebenen. Mhm. Und jetzt der Preis eingefordert wird. Wir sind überall, auf allen Ebenen, an der Stelle, an der jetzt die Schulden bezahlt werden müssen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der Situation. Es muss zum Ausgleich kommen, das ist noch besser gesagt. Ja. Und dieser Ausgleich, der bedeutet für diejenigen, die lange genährt worden sind von bestimmten Kräften, jetzt ist Zahltag. Ja. Und dieser Zahltag kommt eigentlich immer zur Unzeit. Ja. Also auch wenn man weiß, man schiebt ihn immer wieder raus. Und auch das können wir in unserem System sehr gut sehen, dass man über Jahrzehnte sich mit großen, großen Anleihen an die Zukunft etwas Zeit gekauft hat. Ja, und man versucht das immer mehr und verschiebt immer mehr die Probleme nach hinten. Obwohl einem klar sein muss, irgendwann bricht das alles auf einen zusammen. Genau, das Pendel wird immer weiter hochgeschoben. Die gestaute Kraft ist gewaltig. Und jetzt kommt es zurück. Und auch Frau Merkel sieht nicht aus wie aus dem Jungbrunnen entstiegen, sondern wenn man sie sich ansieht, dann sieht man, dass diese Dinge an ihr durchaus zehren. Ja. Und es ist nicht das schlechte Gewissen, um das mal ganz deutlich zu sagen, sondern es sind bestimmte Kräfte, die jetzt rücksichtslos in ihrer Durchsetzung auch gegenüber denen werden, die diesen Kräften für die sie gearbeitet haben. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein in meiner Formulierung. Aber ich glaube, man kann was ahnen, so ein bisschen Mephisto-mäßig. Ja. Man hat vielleicht gesagt, ach, ich will jetzt das Mädchen mal haben und dann vielleicht das noch und das noch. Und er sagt, ja, kannst du haben, kann ich dir besorgen. Kommt natürlich irgendwann, werde ich dann mal was von dir haben wollen. Und du hast eben Schulden angesprochen. Also ist es ähnlich, dass sowohl im finanziellen Bereich, wo man gesagt hat, naja, ich nehme noch mal einen Kredit auf. Ich habe zwar schon, ich bin hochverschuldet, war ja schon bei dem Krediteil und jetzt bei dem. Aber ich kenne noch den Don von der Mafia. Der leiht mir noch mal Geld. Exakt. Damit ich da die Zinsen von den anderen Krediten bezahlen kann, dass die mir nicht die Knie brechen. Genau. Der wird natürlich irgendwann auch kommen, das weiß ich. Aber ist nicht jetzt. Ich hoffe, ich kann es noch weiter rausschieben und vielleicht kann ich dann mit dem Don nochmal gut reden und vielleicht dann ihm meine Frau anbieten oder sonst was. Also man versucht es mit Tricks immer noch wieder rauszuschieben, obwohl man, ja, wenn man klaren Blickes ist, dann weiß man, dass es irgendwann kommt. Genau. Und das ist sowohl im Finanzbereich wie auch im energetischen, magischen Bereich, würdest du das sagen? Genau, das ist eine wunderbare Beschreibung, die allerdings noch ein paar weitere
genauere Betrachtung erfordert. Denn in deinem Beispiel weißt du zwar, dass dieser Don auf dich zukommt, aber du willst es vermeiden, weiter in die Zukunft. Hier will man das nicht vermeiden, sondern hier möchte man den größtmöglichen Kollateralschaden. Und das ist übrigens ein unglaublich präziser Begriff. Wenn du später, und damit meine ich jetzt nicht dich, sondern auch den, der jetzt zuhört, mehr siehst von dem System, dann wirst du begreifen, was damit gemeint ist. Es geht um einen extremen Angriff und der richtet sich genau auf das, was ich gesagt habe. Und das sehen wir ja eigentlich oder haben es jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass Kollateralschäden stattfinden, also wirklich nicht schöne Dinge, aber wir werden uns das genauer angucken, wie viel davon wirklich passiert, wie viel inszeniert ist. Genau. Aber ob schön es ist alles. Ob es überhaupt Kollateralschäden sind, aber es weist in eine Richtung. Gibt es immer Opfer. Ne? Es weist aber auch in eine Richtung, natürlich, die gibt es zweifellos. Aber es weist auf eine Richtung hin, in der jetzt auf der Bühne noch die Vorbereitungen ablaufen. Das muss uns auch klar sein. Wir sind noch nicht in den eigentlichen ganz großen Aktivitäten. Wir sind in den Vorbereitungen. Und das können wir sehr genau sehen. Und das gibt uns natürlich einen Vorgeschmack. Und eine der ganz wichtigen Ereignisse, die man damit in die Welt bringen möchte, ist, dass eine ständige Angst herrscht. Ja. Angst, das heißt Enge. Und wir sind in einer energetischen Phase, in der wir uns weit machen müssen. Ja. Und das ist genau das Gegenteil dieser Enge. Und um diese Weite zu verhindern, möchte man uns einengen. Und das gilt für alles. Und das gilt für Gedanken, das gilt für Handlungen. Ja. Und es gibt ganz erstaunliche Stilblüten wieder, was man beobachten kann und mit welcher Geschwindigkeit bestimmte Dinge jetzt wirklich vorangetrieben werden. Ich habe ganz viele wieder an Inputs bekommen. Das ist immer schön bei einem direkten Austausch, wo ich dann mal Unterlagen zu sehen bekomme oder wo Reaktionen von Behörden in Anführungszeichen und anderen zu lesen sind. Das ist sehr interessant. Man sieht dort, wie dort gearbeitet wird und wie man Türen schließt und wie es vorangeht. Aber Angst ist ein Thema, wo ja eigentlich das ganze System drauf basiert. Angst vor dem Finanzamt, Angst vor Krankheit, also Impfen oder Angst, wenn du krank bist. Dann darf ich dich unterbrechen, Joe, weil ich ganz wichtig sagen möchte, darauf basiert es eigentlich nicht. Das wird benutzt, um die echte Basis für uns unsichtbar zu machen. Mhm. Also die echte Basis des Systems ist etwas ganz anderes. Also das System lebt nicht von der Angst. Das System nutzt die Angst, damit wir nicht erkennen, auf welcher Basis er eigentlich funktioniert. Ja. Also es ist ein ganz wichtiger, aber für mich so bedeutsamer Unterschied, dass ich darauf hinweisen wollte. Denn die Substanz, die das System versorgt, das sind wir mit unserer echten energetischen Leistung in allen Aspekten. Also auch der Magier muss immer irgendwoher Energie beziehen. Er kann sie nicht aus dem Nichts schaffen, sondern er bezieht sie und kann sie dann in Kombination mit bestimmten Strukturen, Hilfsgeistern und Hilfswesen, das alles klingt natürlich sehr abgefahren, eben auch nur dann in die Welt bringen, wenn sie vorhanden sind. Er muss sich dieser Kräfte bedienen, die da sind. Und so muss auch das System sich vorhandener Kräfte bedienen. Und diese vorhandenen Kräfte, das sind wir. Ja. Und wir werden aber kontrolliert über die Angst. Also das ist ganz wichtig. Dass wir uns das bewusst machen und eben auch unsere Angst immer angucken und sagen, wir, ich sage dann immer, ich gönne eigentlich denen nicht, dass sie meine Energie jetzt benutzen für ihre Zwecke. Und Angst ist natürlich etwas, was man nicht, das ist da, also zu sagen, ich habe keine Angst, obwohl ich es habe, nützt nichts. Das heißt, ich mache mir dann immer wieder bewusst, dass das, was ich eigentlich bin, unkaputtbar ist. Also ich kann natürlich, ich bin verletzlich in dieser physischen Welt. Temporär. Du kannst mir jetzt eine Ohrfeige geben, kann ich vielleicht was gegen machen, aber letztlich kann was passieren. Aber das, was ich wirklich bin, das ist eben nicht kaputt zu machen. Das mache ich mir immer wieder klar. Ja. Und möglicherweise auch, wenn ich, das ist auch leicht gesagt, aber wenn ich wirklich meinen Raum einnehme, dann habe ich vielleicht auch einen gewissen Raum um mich herum, wo es schwer ist, reinzukommen. Also, dass du gar Schutz nicht so leicht jetzt auf mich... Ein Schutz. Ja, wie ein Feld sozusagen. Ja. Also, wenn was energetisch anders geartet ist als vielleicht ein dunkles Feld und da kommt man vielleicht nicht so leicht rein. So versuche ich mir das zu erklären. So. Aber dass man schon, wenn man in seiner eigenen Kraft ist, nicht so leicht auch in diese Dinge, wovor man Angst hat, hineinkommt oder sie nicht so leicht zu einem, sie einen erreichen können. Kann man das ja sagen? Das ist sicherlich auch ein Modell, das sehr wichtig ist, dass man überhaupt mal seine Angst betrachtet. Ich bin
sogar vielleicht mit einem Schritt noch voran, mit meiner Empfehlung etwas umfangreicher. Ich würde sogar sagen, guck erstmal, dass du diese Angst, die du dort erkennst, für dich erstmal akzeptierst, der Gestalt, dass du sagst, okay, das ist jetzt eben da und jetzt schaue ich sie mir auch an. Ja. Und das kann immer wieder geschehen. Also es kann sein, dass du beispielsweise mit einem Thema energetisch gar nicht mehr so in Resonanz bist und auf einmal kommt da wieder irgendein Brief. Und dann nimmst du den aus dem Briefkasten und auf einmal fühlst du dich richtig schlecht, weil es wieder etwas in dir antickert, was vorher nicht mehr da war. Das kann auch immer in Resonanz sein mit deinem aktuellen, was man Setting nennen könnte, ja, mit deiner aktuellen inneren Einstellung und Justierung. Und es hätte sein können, eine Woche später hättest du das überhaupt nicht so empfunden. Ja. Das heißt also, auch hier ist es einfach gut, mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Wie fühle ich mich? Was ist das überhaupt für eine Angst? Ist das eine Furcht, die einfach grundsätzlich in mir spürbar wird, oder ist das Angst vor etwas Genauerem? Denn die meisten wollen sich mit der Angst gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Die wollen sie am liebsten weghaben. Aber die Angst hat schon auch für uns noch immer einen wunderbaren, man könnte sagen, Scheinwerfer im Gepäck, der genau etwas aufzeigt, mit dem dann noch was in irgendeiner Verbindung steht, die in dir diese Reaktion auslöst. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn du diese Dinge jetzt energetisch neutral betrachtest, dann ist das so wie ein Signal an das Unterbewusstsein, das ist auch nicht mehr so wichtig. Wenn ich da sehr emotional hineingehe mit meiner Betrachtung und da eine starke Emotion kommt, ob die jetzt positiver Natur ist, wie wir sagen könnten, ach, meine geliebte Mutter, die jetzt verstorben ist oder wie auch immer, die mich zwar belastet, aber eigentlich ein warmes Gefühl auslöst oder eine negative Struktur aufweist, es sagt dem Unterbewusstsein immer, das ist was Wichtiges. Da ist ganz viel Energie. Das darf auch gar nicht losgelassen werden. Das muss bewahrt werden, weil da ist eine starke Bindung. Ja. Und von daher ist mein Hinweis zu sagen, wenn Ängste kommen, hat was mit Enge zu, mach dich weit, guck dir es an und erlaube dir auch in die Angst mal mit Abstand hineinzuspüren und sagen, oh ja, eigentlich ist das eher eine Furcht vor was gar nicht so Greifbaren. Ja, das vielleicht wieder, und auf einmal merkst du, ah, umso genauer ich schaue, umso weniger wird es auch substanziell. Denn im Hier und Jetzt ist das ja nicht da. Das ist ja etwas, was im Kopf von dir konstruiert was wird. Eigentlich. Oder was in dir in einer Emotion vorhanden ist. Also das wäre mein Tipp. Ja. Ist natürlich immer leichter gesagt und kann immer erst in dem Moment funktionieren, wo du schon ein bisschen Abstand hast. Ja. Aber wenn du dir diese Abstände gewahr wirst, dann kannst du immer früher einsteigen und dieser Moment hineingezogen zu werden, der wird kürzer. Ich hatte jetzt gerade eine Atemreise bei den Teilnehmern und da ist mein Hinweis immer, egal was da kommt, geh immer zum Atmen, weil das Atmen ist immer ein Hier und Jetzt. Du kannst nicht in der Zukunft atmen und auch in deiner Vergangenheit jetzt nicht, sondern du bist immer automatisch dann hier. So, und dann wird alles sehr relativiert. Und das ist ein wunderbarer Weg, auch bei Ängsten damit umzugehen, sagen, jetzt bin ich erstmal hier. Klar, da kommt eine Furcht, die ich mir selber in Gedanken konstruiere. Und da gibt es noch eine Methode. Soll ich kurz sagen? Ja. Übertreibe diese Furcht in deinen Gedanken mal. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Nicht nur, nein, das wäre auch eine Option. Carnegie, glaube ich, sagt, also mal dir das aus, was passieren kann, um dich dann zu beruhigen. Nein, ich mag sagen, überziehe. Als Finanzamt kommt also nicht nur einfach mit jemand, der sagt, also ich möchte das Geld jetzt bei Ihnen kassieren, sondern da kommt ein Einsatzkommando mit einem riesigen gepanzerten Fahrzeug und einer riesigen Hubschrauberstaffel und male dir dieses Bild aus, bis es in die Lächerlichkeit geht. Und das hat auch häufig einen Effekt, dass du dadurch eine Qualität hineinbringst, die dich wieder ein bisschen in die Relation bringt, indem du bewusst dieses Pendel noch ein bisschen anschubst. Ja. Das ist auch eine wunderbare Methode. Das habe ich früher sehr gerne empfohlen und habe auch selber bei Ängsten, die mir begegnet waren, immer das gerne benutzt, indem ich das übertrieben aufgeblasen habe, bis in die Lächerlichkeit. Okay, wir werden am Ende der Sendung sicherlich noch mal auf ein paar Hinweise geben, wie man mit all dem umgeht. Lass uns ruhig in die Meldung geben und ich habe eine wichtige Botschaft für alle iPhone-Besitzer. Weißt du das, dass jeder iPhone-Besitzer jetzt im Grunde ein Organspender ist? Das ist mir neu. Das ist tatsächlich so, wer das Betriebssystem, das iOS, aktualisiert, der bekommt automatisch einen Eintrag in einen Notfallpass und da ist dann Organspender schon automatisch auf Ja gesetzt. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, wir haben schon über Organspenden gesprochen, natürlich
Organe können von einem Toten nicht gebraucht werden. Das heißt, man wird immer einem lebendigen immer. Menschen die Organe entnehmen und das ist nicht schön. Also beim Es ist neuen übrigens auch ein ganz großes magisches Thema, nur um das mal ganz deutlich sicher, zu sagen. Also ganz sicherlich, in aller Deutlichkeit, in aller Deutlichkeit, Blutspenden ist ein magisches Thema. Diese ganzen Strukturen sind, wenn man sie mal losgelöst von unserer Programmierung betrachtet, die wir natürlich nicht als Programmierung empfinden, das ist die Problematik. Aber wenn wir uns mal vorstellten, wir wären jetzt hierher gebeamt worden und wüssten nichts von dem, was hier ist. Wir hätten diese ganzen Programmierungen nicht, sondern betrachten einfach nur, dass da Leute ihr Blut abgeben. Und das ist ein ganz riesiges Thema. Komm ich gleich. Wunderbar, ich will dem nicht vorweg, nehmen, aber auch Organspenden und. Das sind also ganz starke rituelle Dinge, die ablaufen, auch jetzt hier im Umfeld, ganz gewaltig. Und eben, es wird verstärkt. Und wie gesagt, wenn jetzt, wenn das so ist, und es soll so sein, jeder, der ein iPhone hat, und scheinbar ist dieser Notfallpass aufzurufen, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Das heißt, ein Motorradfahrer hat einen Unfall, Notarzt kommt und sagt, das junge Mann sieht aber nicht gut aus, gucken wir mal, aha, Organspender. Und er weiß das nicht mal. Also, dieser praktische Tipp, wenn ihr ein neues, aktuelles Betriebssystem vom iPhone habt, dann scrollt bei eurem eigenen Namen, also Kontakte aufrufen, oberster Eintrag. Dann runterscrollen, dann kommt man zu einem roten Punkt Notfallpass anzeigen, klickt drauf, scrollt wieder nach unten. Unter Organspender ist als Voreinstellung Ja eingerichtet. Falls ihr kein Organspender sein wollt, wählt ihr hier ein Nein. Also ich halte das für einen wichtigen Hinweis, weil die Leute wissen es nicht und wie viele haben iPhone, wahrscheinlich Millionen, sind damit automatisch, ohne es zu wissen, zum Organspender eingetragen. Und es kann sein, dass diese Einträge dann sogar übers Internet irgendwo gemeldet werden und zentral gespeichert werden und sagen, ach, der hat jetzt sein Betriebssystem aktualisiert und der ist jetzt auch Organspender. Aber du hast eben Blutspende angesprochen. Ich würde gerne zu dem noch was sagen, was du gerade gesagt hast. Denn hier sehen wir die Struktur wieder. Es ist ganz wichtig, dass wir die Struktur erkennen, die hinter all dem steht. Also das ist von großer Bedeutung. Wissen kann hier wirklich auch Macht sein, denn ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind diejenigen, die das System versorgen. Und zwar wir einmal als Gruppe der Menschen, wenn man so will, aber auch jeder Einzelne. Und jeder Einzelne kann auch aus dieser Gruppe heraustreten, mit gewissen Schwierigkeiten, mit gewissen Herausforderungen. Aber man muss es wissen, Das lässt sich machen. Ja. Man wird es nicht so leicht zulassen wollen, aber es gibt ganz klare Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Aber eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist eben Angst. Das andere sind die Schulden. Und das dritte ist das, was du jetzt gerade erwähnst, sind vertragliche Bindungen. Ja. Und dazu fallen eine ganze Menge von speziellen Varianten auch hinein. Da gehören auch Eide dazu, da gehören Erklärungen dazu, da gehören Rituale dazu. Und erlaube mir bitte an dieser Stelle, Joe, einen kleinen Hinweis. Im August haben wir ein Zusammensein. Da wird es ganz stark darum gehen, wo finde ich das, wie befreie ich mich? Okay. Also, weil diese Thematik wirklich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit voranschreitet. Ja. Und wer möchte, also bei alexander-freundeskreis.report eintragen im Newsletter. Ich schicke es raus, sobald alle Infos da sind. Denn die Inhalte, die findet man bei mir auf der Webseite noch nicht. Und die sind total wichtig, um auch eine Vorstellung zu bekommen, was da möglich ist und was auch mit uns geschieht. Und das, was du hier beschreibst, diese vertragliche Basis, das ist genau die Struktur, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und jeder, der seinen PC aktualisiert oder seinen Mac, der stimmt erstmal per Knopfdruck oder Klick automatisch den Bedingungen zu, ohne sie jeweils zu lesen, weil es auch sonst nicht funktionieren würde. Und an diesen Stellen werden wir in Haftung genommen. Das ist die Begrifflichkeit. Ja. Und das hat eine viel größere Auswirkung als jetzt nur, da ist die Voreinstellung falsch. Mhm. Das hast du so nicht gesagt. Aber ich möchte es nochmal ganz herausstellen. Da mag noch viel mehr sein, was wir gar nicht wissen. Irgendwo im Kleingedruckten unter vielleicht so einen dicken Packen Vertrag, den ich zugestimmt habe, ohne ihn zu lesen. Und da ist dann irgendwas drin, wo ich sage, upla, und dann, ja, das haben Sie aber zugestimmt, Herr Konrad oder Herr Berger. Ja, es ist genau der Punkt und hier gibt es ganz viel an Verständnis, was uns fehlt und das brauchen wir aber, einfach damit wir bestimmte Strukturen so schauen können, denn wenn du diese Struktur ändern möchtest
oder für dich in Anspruch nimmt, das gilt nicht für mich, dann musst du wissen, auf welcher Basis sie funktioniert. Ja. Und hier ist wieder das Gleiche, die eigentliche Basis, die wird versteckt. Ja. Da wird ein Schleier darum gelegt, damit sie eben nicht zu finden ist. Denn wenn du sie wirklich findest und den Schlüssel in der Hand hältst, dann kannst du diese Tür öffnen. Das ist definitiv der Fall. Und das ist etwas, das auf gar keinen Fall geschehen soll. Hier liegt die Macht des Teufels in allen Märchen, in dem man nicht weiß, wer man ist. Rumpelstilzchen sagt, solange du nicht weißt, wie mein Name ist, und das ist nun sehr symbolisch, solange hast du keine Macht über mich. Umgekehrt kann man sagen, hab ich deinen Namen, dann werde ich dich versuchen, in die Haftung zu nehmen. Und wenn du dann nicht wirklich weißt, wer du in Wahrheit bist, dann lasse ich dich nicht los. Das ist die etwas kryptische Botschaft an alle, die schon eine Idee bekommen. Und man muss es selber finden, aber wenn man bereit ist, dann erscheint der Lehrer, so heißt es. Sehr spannendes Thema, ein weites Thema. Aber das mit den Organspenden ist noch nicht zu Ende. Ich habe aus einem Wochenkurier aus der Spree-Neiße. Wenn man sehen, kann man das so... Lass den Sommer blutig werden. Ist das nicht eine heftige Überschrift? Ja. Also allein, was man damit manifestiert. Ja. Es geht um Blutspenden. Die DRK und Krankenhäuser beklagen Mangel an Blutreserven. Das ist so ein Quatsch. Also Blut bildet sich sehr schnell selber. Also wenn jemand ein Liter Blut verliert, dann kann man eben Kochsalzlösung supplementieren. Genau. Das bildet sich innerhalb von ein paar Stunden, ist das Blut wieder intakt. Das heißt, wenn jetzt jemand vielleicht alles Blut verliert, dann könnte es nötig sein, vielleicht Blutreserven zu haben. Aber warum braucht man so viele Blutreserven? Das ist ein ganz schwieriges und gefährliches Thema. Und es hat eben, wie du schon richtig sagst, wissenschaftlich längst keine Bedeutung in dem Sinne, wie man es hochstilisiert. Und diese Blutspenden sind ja ein permanenter Aufruf. Ja. Und Blut hat natürlich eine gewaltige magische Blut Kraft. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Ich kann dir dazu ein paar Beispiele geben, möchte aber nicht so sehr tief einsteigen. Ich weiß, dass beispielsweise in Südamerika in den Hotels die Zimmermädchen bezahlt werden für Körperflüssigkeiten, die eingesammelt werden und verkauft werden. Mhm. Aber auch für andere Haare. Vom Gast, also vom Gast, man weiß, welcher Gast das ist. Das ist gar nicht unbedingt so wichtig, sondern man kann generell etwas damit machen. Okay. Und damit wird gearbeitet. In Afrika spielt das auch eine Rolle. Mhm. Und es gibt einen richtigen Markt dafür. Und wir haben mit anderen Kulturen jetzt hier immer mehr zu tun. Und die tragen einen Teil dieser Dinge auch zu uns. Und das sehen wir auch an der Art, wie bestimmte Dinge vollzogen werden im Zusammenhang mit Taten. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und Blut ist natürlich ein wunderbares, sehr energetisches Symbol auch und gleichzeitig eine Basis für enorm viele Varianten von Magie. Ja, also es besteht eine Verbindung mit dem eigenen Blut und wenn es woanders ist, dann kann man damit auch arbeiten. Und mir wurde noch gesagt von einer, die auch Hebamme ist, die sagte, jedem Neugeborenen wird sofort eine Blutprobe entnommen und irgendwo verwahrt. Das heißt, von jedem Menschen gibt es irgendwo schon ein Blutsample sozusagen. Ja, und man kann natürlich sowohl über die DNA als auch, wie du sagst, magisch damit arbeiten. Es geht um die magischen Dinge. Ja. Und wir hatten ja letztes Mal hier, du erinnerst dich sicherlich, das Zitat des Papstes, der da sagt, die Taufe ist unser Personalausweis. Ja. Und dort geschieht etwas sehr Magisches. Das Kind stirbt nämlich während der Taufe, so wird es auch gesagt, und wird wiedergeboren. Und diese Wiedergeburt unterliegt dann den Regularien, die dort vollzogen werden. Das alles ist ein für den aufgeklärten Europäer, naja, alte Zöpfe, die man noch nicht abgeschnitten hat. Aber in Wahrheit sind es ganz rituelle und sehr stark magische Eingriffe, die auf unterschiedlichen Ebenen Wirkung haben. Einmal alleine schon dadurch, dass ich symbolisch etwas tue. Wenn ich dich vor mir knien lasse, dann ist das schon auch ein Ausdruck, dass du dein Knie beugst. Und jeder freie Mann hat früher gewusst, was das heißt. Heute meinen wir, dort andere Dinge als Erklärung hineininterpretieren zu können. Und ich hätte gerne so einen roten Faden heute in der Tagesenergie, der uns immer wieder bei den Meldungen bewusst sein sollte. Es sind immer die Erklärungen, mit denen wir manipuliert werden. Ja, uns erklärt jemand die Welt und sagt halt, das halt ist aus dem und dem Grund oder das kommt deswegen. Ja. Und wenn du das mal zur Seite stellst und sagst, guck mir das einfach nur energetisch an, dann wirst du erschrecken, wie stark diese Rituale sind. Und du hast es richtig gesagt, natürlich, es geschieht eine ganze Menge bei der Geburt und unter anderem eben auf verschiedenen Ebenen. Ob das die Geburtsanzeige der Eltern ist,
die eine Ebene braucht oder ob es eben ein Blutmuster ist oder ob es eben andere Dinge sind. Das ist unglaublich. Und es werden extreme Rituale durchgeführt. Es werden in Amerika Hunderttausende von Babys zerhackt im Mutterleib. Das sind Dinge, ja, die werden im großen Stil gemacht. Obama ist einer der ganz großen Vorreiter, der diese Dinge unterstützt hat und möglich gemacht hat. Und jeder, der sagt, das ist ja grausig, warum spricht er über solche bösen Dinge? Naja, damit du sehen kannst, was passiert in der Welt und aus deiner Kinderwelt mit einem Tritt heraus befördert wirst, denn du bist kein Kind mehr. Und du musst, wenn du in der Kinderwelt verbleibst, dir gefallen lassen, dass die anderen die Kindergärtner sind. Und es sind die, die nicht in guter Absicht kommen, sondern die wollen dich in dieser Struktur halten, bis sie dich später irgendwann, alt geworden, senil geworden, dann wieder so weiter behandeln können. Ja. Und es ist in dieser Phase wichtig, dass wir aufstehen und die Welt betreten und unseren Platz einnehmen. Und das ist jetzt energetisch von uns verlangt. Wir müssen die Antwort geben auf die Fragen des Lebens, könnte man sagen, die uns jetzt gestellt werden. Das meint auch Verantwortung. Unsere Verantwortung ist immer unsere eigene Antwort auf das Leben und nicht die Verantwortung, die wir haben für irgendjemand in Simbabwe. Das ist etwas, das uns wunderbar von unserer eigenen Verantwortung trennt. Ja, es geht also immer, das kann jeder nur in sich selber auch entwickeln, auch diesen Platz einnehmen. Das kann nicht die Frau Merkel für mich machen oder der Herr Gabriel oder wer auch immer oder der Herr Obama. Das ist einfach die kann so, das schon machen, aber dann stehst du auch in dem Platz, den die eingerichtet haben für dich. Das machen sie ja. Ja, genau. Also das, aber das, was wir wollen, ist ja eben, dass ich in mir meine Position erkenne und einnehme und mich nicht mehr behandeln lasse von anderen, die meinen, sie könnten das für mich besser tun. Und dazu, Joe, dazu musst du dich umschauen, in welchem Umfeld du eigentlich stehst. Ja. Und das ist diese Herausforderung jetzt. Also es nützt nicht zu sagen, ich baue mir einen Ponyhof, in dem ich mich jetzt hier wunderbar behaupte, weil da passiert sowieso nichts, was tut, sondern du musst dich umschauen und sagen, gut, dieser Ponyhof ist mein wunderbares Refugium, aber er ist nicht die Welt. Ja. Und jenseits der Mauern gibt es andere Dinge und die sind auch Teil der Welt und die gehören mit für mich auch zu den Dingen, die das Leben jetzt vor mich stellt. Denn als Erwachsener muss ich alles betrachten und die Herausforderung annehmen, wie sie kommen. Und das ist jetzt das unsanfte Erwachen für viele. Und wenn du magst, könnten wir in die Meldung, wunderbar einsteigen. Ich habe eigentlich eine andere Reihenfolge vorbereitet, aber ich würde die gerne jetzt ändern, gerade so, und lege das mal so ein bisschen zur Seite. Ja. Ich habe nämlich, und das hat mich viel Überwindung gekostet, zwei Zeitungen gekauft. Ja, ich habe die Einmalhandschuhe nicht da, aber nochmal. Die Zeit, ja, mit 8 Seiten Zeit für Hamburg, also eine Wochenzeitschrift. Und ich war mit meiner Frau einkaufen und da habe ich die gesehen und dachte, die muss ich mitnehmen, weil sie so deutlich macht, wohin es geht. Und dann habe ich vorher noch, ich kriege wirklich so eine Art Papierallergie. Und dann habe ich das Hamburger Abendblatt, ein Anschlag auf uns alle. Und da ging es um die Situation in Nizza. Und da bin ich sicher, du hast bestimmt auch Informationen. Und wenn du möchtest, steigen wir da ein, weil irgendwo passt es jetzt zu diesen Dingen, die uns jetzt präsentiert werden, für die man uns Erklärungen gibt und die auch deutlich machen, warum wir jetzt Antwort geben müssen, auch auf solche Ereignisse, die ja erstmal nicht bei uns, bisher jedenfalls, vielleicht nicht bei dir vor der Haustür, aber doch in der Nachbarschaft immer deutlicher werden. Und da kann man nicht sagen, naja, in meinem Ponyhof ist alles ruhig, sondern die Einschläge kommen näher. Man sollte die Bühne, die sich jetzt hier präsentiert, auch deswegen betrachten, weil man kann erkennen, wo es hingeht. Ja. Und umso deutlicher wird es für jeden Einzelnen, du musst jetzt Farbe bekennen, so kann man sagen. In Nizza gibt es ja sehr viele interessante Beobachtungen. Eigentlich ist es ja ein Bouquet von Anschlägen, sage ich mal. Seit der letzten Tagesenergie war ja Nizza, dann Würzburg in diesem Zug, jemand Reutling. Mit der Axt, Reutling, dann Ansbach. München natürlich, Ansbach, dann gab es jetzt in Frankreich, wurde ein Priester enthauptet. Ja. Nicht schöne Meldungen und wahrscheinlich wird uns vieles auch gar nicht wahrheitlich berichtet, weil sehr viele Interessen möglicherweise wollen, dass wir auf eine bestimmte Weise reagieren. Fangen wir mit Nizza an oder versuchen wir erstmal das übergeordnete? Ich würde gerne noch so ein was zur übergeordneten Energie sagen, weil es wird immer wichtiger, dass du Strukturen erkennst. Ja. Und wenn du diese Strukturen erkennst, dann auf einmal kannst du jeden einzelnen Puzzlestein schon mal an die richtige Ecke setzen. Man könnte sagen, in deinem großen Puzzle hast du schon den Rahmen
vorbereitet, ein Stück weit. Der ändert sich vielleicht auch nochmal. Mhm. Aber dann kannst du auch klarer denken. Natürlich wird Menschen wie uns, die wir jetzt hier sitzen, immer dieser Stempel des Verschwörungstheoretikers aufgedrückt. Mhm. Ein CIA-Begriff übrigens bei der Gelegenheit. Ja. Man sollte ihn also sich selber auf gar keinen Fall verpassen, ohne jedenfalls darauf hinzuweisen, was dahinter steht. Aber eine Verschwörung ist eigentlich ein guter Einstieg für uns, denn eine Verschwörung braucht immer Zusammenhänge. Und das ist genau ja. das, was wir hier immer betrachten sollten. Ja. Und zwar nicht, weil wir eine Verschwörung suchen, sondern weil der Verschwörungstheoretiker anfängt, Einzelmeldungen in einen Zusammenhang zu setzen. Und daraus wird auf einmal ein Bild, das auf gar keinen Fall noch größer werden darf. Also mit anderen Worten, wenn du anfängst, Einzeldinge zu betrachten, bist du nicht sehr gefährlich fürs System. Wenn du die übergeordneten Schnüre miteinander verbindest und auf einmal immer wieder gleiche Strukturen erkennst, dann wirst du auf einmal fähig, das nächste Einzelereignis auch wieder in den Kontext zu stellen. Und das will ich nochmal, das wollte ich unbedingt sagen. Also alles, was wir hier teilen, ist ein Zusammenspiel, keine Einzelmeldung und solltest du auch so erkennen, denn dann wird ein Bild daraus. Ich habe den Eindruck, dass sehr viel mehr Leute heute diese Dinge, diese Zusammenhänge erkennen. Ein schönes Beispiel ist der Herr Gutjahr. Ich weiß nicht, ist das sicherlich aufgefallen? Richard Gutjahr, ein Journalist, der war schon in Ägypten, als es diese Rebellion oder gab. Da war er schon ohne Auftrag aus Israel hingefahren. Ja, er ist verheiratet. Er ist mit einer Israelin, einer Knesset abgeatmet. Nicht Milf, sondern Wilf, glaube ich, die genau auch eine stramme Zionistin ist und die wird sicherlich keinen Deutschen geheiratet haben, wenn der jetzt antizionistisch wäre. Nur, also, der war in Nizza zufällig auf dem Balkon bei diesem Feuerwerk, dann fährt da auf einmal ein Lastwagen entlang und er sagt, oh, den filme ich jetzt mal, holt also sein Handy raus. Du solltest also vielleicht, entschuldige, noch sagen, dass es der Korrespondent war von ARD und ZDF, jedenfalls ich meine bei ARD. Also es ist derjenige, der live berichtet hat von Nizza und der zufälligerweise dort eben auf dem Balkon war und dem dieser LKW aufgefallen ist. Also es war, so wie er selber sagt, ein glücklicher Umstand oder ein unglücklicher, ganz wie man es nimmt, dass er gerade da war. Und er hat berichtet und diese Bilder sind dann überall gezeigt worden. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber für jemanden, der noch gar nichts davon gehört hat, macht es, glaube ich, noch klarer. Und dann hat er... War er noch zufällig. Also Achso, du bist mit Nizza fertig? Ich bin. Naja, das ist alles noch nicht fertig. Wir werden hin und her springen, weil es jetzt die Zusammenhänge gibt. Also der Zufall, dass jemand jetzt zufällig von den 7 Milliarden Menschen auf der Welt da ist, wo gerade ein Terroranschlag passiert an dem Tag, das ist wie 6 richtig im Lotto oder wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, aber dass jemand dann beim zweiten Terroranschlag auch zufällig in der Stadt ist und dann vor Ort berichtet, die Wahrscheinlichkeit München, ist München, wie 2x6 richtig im Lotto hintereinander. Also eigentlich die Wahrscheinlichkeit geht gegen 0. Da hatten wir aber noch einen besseren Fall, Joe, in der Vergangenheit. Ja, erinnerst du dich? Es gab einen Mann, der war im Boston-Marathon-Massaker da. Ja. Dann war er ich bringe es nicht mehr zusammen, wir haben darüber gesprochen, das war ein Mormone. Ich glaube in Orlando. Da war er auch noch. Und das ist der, also war bei 3 Attentaten hintereinander immer zufällig Gut, aber... Diese Dinge, die werden uns ausdrücklich auch gezeigt, weil es eine Art der Verhöhnung ist. Um wirklich ganz deutlich zu machen, wir können euch alles erzählen, so wie auch der in Nizza gefundene Ausweis, auf den du bestimmt noch kommst. Das kommt sicherlich noch, aber ich möchte noch bei Herrn Gutjahr bleiben, weil es interessant ist, dass auf einmal da zurückgerudert wird. Also der hat einen eigenen Blog und der hat dann geblockt oder getwittert oder wie das heißt. Ich bin jetzt vorm OEZ, also vom Olympia-Einkaufszentrum in München und berichte live. Diese Einträge sind verschwunden, weil doch ganz vielen Leuten aufgefallen ist im Netz, also ich habe das von verschiedenen Seiten gesehen, der war doch auch schon in Nizza. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt zufällig auch da in München ist, beim Einkaufszentrum. Selbst er lebt, glaube ich, in München und er sagt, er und seine Frau, die wechseln immer zwischen Israel und München hin und her, aber ist dann in Nizza zufällig. Und in München, selbst wenn du in München wohnst und da passiert so ein Amokläufer auf einmal, versuch mal durch eine Großstadt ganz schnell jetzt an einen Ort zu kommen, wo jetzt gerade ein Terroranschlag passiert. Also die Wahrscheinlichkeiten sind so gering. Du hast ja vorher gesagt, ich glaube, das ist untergegangen. Also dieser Herr Gutjahr, er war beim Platz des himmlischen Friedens, hätte ich fast gesagt, das stimmt nicht, sondern er war in Ägypten, bei dem
Aufstand dieser Farbenrevolution, ja, wie man die dann genannt, genau, hat später. Da war er zufälligerweise da. Er war eben, wie du es gerade gesagt hast, in Nizza zufälligerweise. Er war in München zufälligerweise. Ja. Und man sollte sich seine Vita anschauen. Er war lange in den USA. Er hat seine Ausbildung, CNN, die typischen Strukturen. Was ich damit, ich würde gerne das auch nochmal deutlich machen. Ja, ich weiß. Dann mach das fertig. Die Tochter von Richard Gutjahr fällt jetzt auch auf. Sie ist auch journalistisch tätig und Tamina Stoll heißt sie. Also man weiß es nicht sofort vom Namen, dass das die Tochter ist von den beiden. Aber es ist tatsächlich die Tochter von Richard Gutjahr und die twittert live aus München während des Amoklaufs in München. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt auch noch... Also es geht die Wahrscheinlichkeit, man muss aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung wissen, dass die Wahrscheinlichkeiten so unendlich gering werden, dass man einfach sagen kann, das passiert nicht. Ja, wir haben, wenn du das jetzt so festmachst, natürlich jetzt sind wir in einen Themenbereich da hineingesprungen. Ja. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen die Uhr zurückgedreht, okay, auf den Anschlag selbst in Nizza. Ja. Denn der war ja ein großer Schock. Ja. Und das Wichtigste für mich ist die erste Reaktion von Frau Merkel gewesen. Mhm. Und es kam also... Für alle, die sich nicht mehr genau erinnern, weil die Ereignisse sich so schnell abwechseln, ja, in Nizza ja eben zu diesem Anschlag, wie man gesagt hat, also ein Attentäter, der ganz viele Menschen mit einem LKW totgefahren hat, mitten an einem Tag, der übrigens sehr wichtig ist, nämlich einen Tag zur Feier der Französischen Revolution. Ja. Also das ist mir alles noch sehr wichtig, das darf nicht übersehen werden, denn die Französische Revolution hat eine unglaublich wichtige Schlüsselstellung, mhm, in der Veränderung der Rechte der Menschen und ist bei weitem nicht die Befreiung, die man dort in Frankreich feiert, sondern, ja, es war die Abschaffung von ganz fundamentalen Rechten. Und dass gerade an diesem Tag, zum Jahrestag, ein solcher Amoklauf geschieht und damit wieder etwas in Gang setzt, das sehr ähnlich auszusehen beginnt wie ein Bürgerkrieg, ist sehr wichtig. Auch das Datum, 22.07. Quersumme 11, dann 2016 Quersumme 9, also eigentlich auch ein 9-11 in gewisser Weise. Ja, also ja. Also es gibt so viele, ja, so viele Aspekte. Aber was mir jetzt eben entscheidend wichtig ist, nochmal der Hinweis, die Reaktion von Frau Merkel. Mhm. Also es kam diese Meldung und eine Stunde später habe ich dann eine Meldung bei einem der großen NTV oder Welt. Ich habe sie auch sogar ausgedruckt, habe sie leider nicht dabei, weil ich sie da auf meinem Notebook habe speichern müssen und habe es nicht weiter dann ausgedruckt. Die Meldung hieß jedenfalls, Frau Merkel sagt, Doppelpunkt, wir werden den Kampf gewinnen. Und das ist eine sehr komische Reaktion, wenn man hört, es gab also erstmal ein schlimmes Ereignis, sind 80 Menschen überfahren worden und tot. Und jetzt kommt also als erste Reaktion, eine Stunde später, wir werden den Kampf gewinnen. Dann weiß man, dass das keine Reaktion ist, die irgendwo aus Unbedachtsamkeit heraus geschieht, sondern hier wird eine ganz klare Antwort gegeben. Und diese Antwort, die gab es schon einmal, in genau der gleichen Form. Und du hast es schon gesagt, am 11. September. Auch damals gab es diesen Anschlag auf die Türme. Ja. Und die Reaktion der Politik in Amerika war, wir werden diesen Krieg gewinnen. Ja. Und damit sehen wir diese Geschichten. Und wenn ich dir jetzt mal diese Meldung zeige vom Hamburger Abendblatt, die also sehr aktuell damals war, nämlich vom 16. 17. Juli, dann zeig doch mal bitte, was dort geschrieben steht. Ein Anschlag auf uns alle. Genau, das ist genau das Gleiche, was wir unisono gehört haben nach, ja, dem 11. September. Ja. Es ist ein Anschlag auf unsere Werte, hm, ein Anschlag auf unsere westliche Kultur, ein Anschlag und so weiter. Also hier ist wirklich auch wieder, wie der Brexit, ein weiterer Meilenstein ganz deutlich energetisch gesetzt worden. Und bitte zeig nochmal dieses Bild. Ich möchte auf ein Detail hinweisen, noch ein bisschen weiter runter bitte, also dass man oben noch mehr von der Zeitung sieht. Genau, und da sehen wir zwischen Hamburg, ja, und Abendblatt, da sehen wir die französische Flagge und wir sehen die Farben, die wir überall dort sehen, wo es um starke Konzentration der Macht geht. Ja. England hat diese Farben, ja, die USA haben diese Farben, ja, Russland hat diese Farben. Also ganz interessant, hier geht es um eine energetische Achse. Ja. Und die wird hier uns auch präsentiert und nochmal der Hinweis, wir haben es zu tun mit dem Jahrestag der Französischen Revolution. Also das ist mir alles viel wichtiger als ein einzelner Mensch, den man dort hingesetzt hat, der dann seine Funktion ableistet. Das ist wichtig für diejenigen, die erkennen, aha, irgendwo hat man es vielleicht geahnt. Und irgendwo ist komisch, dass es auch in München wieder eine Übung gab. Und irgendwo, ja, ist komisch, dass, ja, immer Ausweise auftauchen.
Ja, aber über sie nicht die Hauptinformation, die uns darauf hinweisen, was passiert jetzt. Auf der Bühne ist umgebaut. Ja. Und das hier ist sozusagen das Zeichen, dass das Mädchen in dem kurzen Rock hochhält. Jetzt beginnt Runde 8 beim Boxen. Und das hier ist genau das, was passiert. Es kommt was Neues und viele übersehen das. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Es wird uns dann gesagt, was wir denken sollen, wie wir reagieren sollen. Genau. Es ist natürlich ein Krieg gegen den Terror, den man im Grunde nicht gewinnen kann. Und das ist das Schöne. Ja, das ist genau das, was gewollt ist. Warum? Jetzt kommt ein Hinweis, der wieder so anders sein wird, als man ihn vermutlich erwartet. Der Krieg bildet die Grundlage für das gesamte System, in dem wir uns befinden, mhm. und zwar ein permanenter Krieg. Da ist nicht nur der noch nicht wirklich beendete Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, Waffenstillstand, das wissen viele, sondern auch der 2001 erklärte Krieg gegen den Terror. Und dieser Krieg gegen den Terror läuft noch an. Frankreich befindet sich auch in einem sehr spezifischen Zustand, in dem kriegsähnliche Möglichkeiten geschaffen worden sind für den Präsidenten. Und diese Kriegsstruktur, die wird gebraucht, um auch unter anderem in dem Finanzsystem überhaupt bestimmte Dinge tun zu können, die jetzt getan werden müssen. Also es muss ein Krieg erklärt werden. Ja. Und Frau Merkel sagt, wir werden den Kampf gewinnen. Und ein Krieg, der nicht endet, ist ein Krieg, der ständig diesen Strukturen die Erlaubnis gibt. Also von daher ist all das, was wir jetzt sehen, und das ist nur ein Aspekt, der wichtigere, den habe ich genannt, das ist der Angriff auf das Kollateral. Die Dinge, die jetzt hier ablaufen, sind absolut geplant. Ja. Und ob sie wirklich in Form einer Inszenierung von vorn bis hinten oder einer bereits sich selbst überlassenen Grundströmung, die man ins Leben gebracht hat, geschuldet wird, das spielt nur eine sekundäre Rolle. Ist es also ein Verblendeter, der das tut, was man ihm über die Jahre hinweg, man kann nicht anders sagen, als programmiert hat? Ja. Oder ist es eine Inszenierung, die, damit bloß nicht schief geht, genau so abläuft, wie man es eben möchte und dann vielleicht sogar gar nicht mehr in eine reale Umsetzung kommt, sondern nur noch in einer Inszenierung endet, das ist hochspannend und zeigt uns, wie wir uns damit beschäftigen, auch auf, wo wir stehen. Aber für den, der sich nur energetisch damit beschäftigt, da ist das viel wichtiger. Jetzt ist also auf den Knopf gedrückt worden. Gar keine Frage. Und das wird uns gezeigt. Du hast ja eben die Frage gestellt, ob da wirklich was passiert ist, wenn man sich den LKW anguckt und hier steht, sie flogen wie Puppen durch die Luft. Und wenn man mal gesehen hat, einen Rehunfall oder so, man hat immer Blutspuren am am Fahrzeug. Dieser LKW ist schneeweiß. Ja, da ist nirgendwo Blut zu sehen. Das heißt nicht, dass da niemand umgekommen ist. Das wollen wir, die Leute sagen dann immer, ja, ihr, aber die armen Opfer. Natürlich ist es schlimm, was passiert, aber wir wissen ja, dass ganz oft mal die Opfer gar keine Opfer sind. Wir wissen aus dem Boston-Marathon, da ist dieser Mann Wenn jemand wäre, auf den wir Rücksicht nehmen müssten, dann wären das die Angehörigen der Opfer. Ja. Das müssen wir bitte geben. Die Opfer haben keine Stimme mehr. Ja. Die Opfer sind darauf angewiesen, dass ein anderer die Dinge vielleicht anspricht und in Frage stellt. Kein Opfer wird sich daran stören, dass man fragt, wie konnte das geschehen und was ist wirklich geschehen. Für die Angehörigen ist es ein zusätzlicher Schock, möglicherweise zu erfahren, dass die Dinge so nicht sind. Aber auch hier müssen wir natürlich überhaupt die Frage stellen, wo gibt es Angehörige, welche Angehörige gibt es? Und ich habe noch vor kurzem gesprochen mit jemand, der über einen weiteren Kontakt, einen Kontakt hat zum Krankenhaus in München, von dem, wo keine Opfer angekommen sind, das sich in unmittelbarer Nähe befunden hat. Und da gibt es ganz interessante Hinweise. Aber selbstverständlich ist es für uns, die wir das beobachten über die Medien, die wir es beobachten aus der Distanz, die wir es beobachten zeitlich versetzt, immer ein Fragezeichen übrig. Wir werden niemals wirklich vollständig wissen, was genau geschehen ist. Und da liegt natürlich auch die Spannung. Und dieses Spannungsfeld, nicht zu wissen, was wirklich ist, hält uns in der Spannung und damit auch beschäftigt. Also man könnte sagen, es ist wie ein Energiefeld, das aufgebaut wird, das genährt wird aus diesen Fragen. Was ist wirklich geschehen? Und das kann man doch wunderbar betrachten. Jemand kann sich 50 Jahre lang mit dem Thema 11. September beschäftigen, kann dahin reisen und kann sagen, ich habe immer mehr rausgefunden. Und tauchen trotzdem wieder irgendwelche Menschen auf und dann geht er falschen Spuren nach. Und es ist ein ständiges Beschäftigtsein. Und am Ende muss er sagen, also wirklich ganz genau wissen, kann ich es natürlich auch nicht, weil ich war nicht da. Aber ich habe jetzt ein mehr oder weniger konkretes Bild. Und das zeigt uns,
dass uns diese Wege immer in eine energetische Falle führen. Ja. Und es immer wieder wichtig wird zu sagen, okay, ich trete aber wieder raus und sehe das Gesamtbild. Und ich wollte vorhin noch etwas erwähnen, Joe, was ganz, ganz wichtig ist. Unsere Fähigkeit, die Dinge holotrop zu erfahren, ganzhirnig, vollständig, das ist das, was diese Energien, die jetzt auf uns zukommen, die uns Impulse geben, in sich tragen. Es sind nicht einzelne Informationen, es sind nicht einzelne Dinge, sondern unsere Fähigkeit, Netzwerke zu binden und Netzwerke zu schaffen. Und wenn du in der Lage bist, das zu tun, dann wirst du wirklich gefährlich für das System. Dann reagierst du nicht mehr wie gewollt. Du kannst die Dinge ganzheitlich sehen. Du brauchst gar nicht die Details aller wissen. Es gibt ja viele, viele schöne Details. Zum Beispiel der Täter Beispiel hat sich gemeldet aus Tunesien, glaube ich. Also der lebt und sagt, ich war gar nicht in dem Lastwagen. Und der Pass, der da gefunden wurde. Also das kennen wir ja auch aus den USA. Genau, und diese Dinge sind bewusst. Also zum einen, weil sie ein Machtausdruck sind. Mhm. Also ich kann machen, was ich will. Ja, ich habe jemanden, den habe ich umgebracht. Ja. Der steckt das Messer noch drin. Die Polizei sagt, Mensch, Herr Wagand, ist dem schlecht geworden, ist auch so heiß heute. Ja. Dann ist das ein Ausdruck von Macht. Wenn ich sagen muss, ich muss den jetzt wegschaffen, verschwinden lassen, damit ich keinen Ärger kriege, dann ist das nur eine relative Macht. Mhm. Ich kann machen, was ich will, vor aller Augen. Und das zeigt, wie weit wir auch sind. Die paar Leute, die dann Wirkliches hinterfragen, nähren häufig auch noch das, was man an energetischen Spannung beschreiben könnte, so wie ich es genannt habe, ist also willkommen. Also wenn wir über diese Themen sprechen, dann werden wir dafür nicht unbedingt bekämpft. Denn es geht gar nicht so sehr um die genauen Abläufe. Viel gefährlicher ist, dass man das in dem Plan erkennt. Ja. Und den Plan erkennst du nicht, wenn du dich in den Details verlierst. Richtig, ja. Wenn du sagst, Mensch, warum ist dieser Wagen, den die für die Flucht vorbereitet haben, warum ist der schwarz und warum ist das ein BMW und warum so und so? Und guck mir alles im Detail an und dann finde ich dort drin noch ein Tarotkartenset und dann kann ich mich damit beschäftigen. Ja. Aber in Wahrheit geht es doch darum, wo fahren die hin? Was wollen sie überhaupt rauben? Und auf welche Art soll dieser Raub wann geschehen? Und das ist das, was wir nicht sehen, wenn wir zu schnell in die Details gehen, ohne zu begreifen, dass es eben Details sind. Und ja, den ordnen wir und viele passen sofort in unsere neuen, schon bereits vorbereiteten gedanklichen Modelle, weil wir einfach auch erkennen können, ja, das sind die üblichen Verdächtigen. Ach, wieder Gutja, wunderbar, ist ein alter Bekannter. Ah, es taucht wieder die Frau auf, die schon bei 4 Anschlägen. Der Mann ohne Beine taucht wieder auf. Und dann erkenne ich diese Dinge und dann merke ich auch, wie lächerlich es ist und werde dann aber bedroht, Joe, eher durch die Ignoranz der anderen. Indem ich merke, Mann, ich könnte auf die Straße laufen mit einem Schild und sagen, wacht auf. Und dann komme ich auch in eine Struktur hinein, in der ich vergesse zu begreifen, dass gerade das Aufwachen geschieht. Nur manche schlafen halt noch. Aber das muss so sein. Und jetzt regnet es nasse Waschlappen. Also alles, was hier geschieht mit Anschlägen, ist auch ein Ritt auf das Messerschneide. Denn umso mehr hier geschieht, umso größer sind auch die Impulse, die einfach dich nicht mehr so funktionieren lassen. Und deswegen müssen wir wieder in neue Spannung kommen. Spannend. Es ist spannend und wie du ganz richtig sagst, ich habe eigentlich auch gar keine Lust, jetzt diese ganzen Details mich damit zu befassen. Können wir gerne machen. Wird natürlich ein bisschen erwartet, aber wie gesagt, es geht darum, das Übergeordnete zu sehen, dass eigentlich immer das gleiche Strickmuster irgendwo abläuft. Du hast noch was aus Nizza, sonst würde ich von nach München machen. Ja, ich würde gerne noch mal in Nizza bleiben, denn ich habe gerade gesehen, Frau Merkel, die man übrigens mit ganz alten Bildern noch zeigt. Ach, das ist ganz interessant. Das hat seinen Grund. Ja. Mich zeigt man ja gerne auch mit meinen alten Bildern. Nee, erzähl weiter. Hier steht, Deutschland steht im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite Frankreichs. Also hier wird wieder vom Kampf gesprochen. Und dann sagt sie, ich bin sehr überzeugt, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. Also das sind genau diese Sprüche, die wir gesehen haben nach dem 11. September. Und das ist die gleiche Geschichte. Das ist jetzt die Europa-Version. Und Frankreich, wer sich mit Frankreich beschäftigt und mit Paris beschäftigt und auch mit Nizza beschäftigt, der kann Strukturen erkennen, warum das da geschieht. Frankreich ist einfach ein besonderes Land. Und in Frankreich geschehen bestimmte Dinge. Und auch Diana ist in Frankreich auf eine sehr spektakuläre Art und Weise ums Leben gekommen. Ja. Frankreich, Paris spielt eine große Rolle. Paris spielt auch im Moment schon, was die Formen der bürgerkriegsähnlichen Zustände betrifft, eine besondere Rolle. Das wird uns überhaupt nicht vermittelt. Aber in Frankreich brennt die Luft an vielen Stellen. Mhm. Und das soll so sein. Es ist ein
ganz klarer Krieg, der hier stattfindet. Und dieser Krieg ist über Jahrzehnte vorbereitet. Und wer das nicht sehen kann, irgendwann wird er es deswegen nicht mehr sehen können, weil so viel so schnell geschieht und die Spannungen so groß sind, dass er nur noch von einer Meldung zur nächsten hechtet und immer weniger mitbekommt vom großen Plan. Lass mich mal auf München kommen, weil da habe ich den Eindruck, dass selbst die Medien unterschiedlicher Ansichten sind, wie man darüber zu berichten hat. Also ich hatte den Eindruck, dass englische und amerikanische Sender und Zeitungen sehr viel mehr, die haben gesagt, das ist ein islamischer Attentäter, der hat Allahu Akbar gerufen. Natürlich. Da gibt es eine Zeugin für, die das gesagt hat. Aber das ist in deutschen Medien nicht so erwähnt worden. Da wurde eher darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, er ist Deutscher und Deutsch-Iraner. Und kann es sein, dass auch die Leute, die darüber berichten sollen und vielleicht auch die Polizei, dass die gar nicht wirklich wissen, was läuft und dass sie so unterschiedlich Interpretationen abgeben und dass unterschiedliche Interessen vielleicht das auch unterschiedlich färben. Ich habe den Eindruck, dass da jeder dann ein anderes Angebot gemacht hat. Das könnte das sein, das könnte ein Anschlag sein, ein Terroranschlag, es kann aber auch ein Einzeltäter sein, ein Verrückter. Ach, Gott sei Dank, es ist kein IS dahinter, sondern es ist... Naja. Es sind die Leute da selber nicht gebrieft oder ist das so geplant oder ist der Plan anders gelaufen, als es vorgehabt hat? Also ich denke, dass der Plan genauso läuft, wie er laufen soll. Und die ganz große Überschrift ist das Chaos. Ja. Und zum Chaos gehört natürlich auch Chaos der Betroffenen. Und das gehören natürlich auch die Menschen dazu, die an erster Front stehen. Und ich bin ganz sicher, dass bei der Bundeswehr und bei der Polizei sehr viele sehr unglücklich sind über ihre Position, in der sie sich, und das ist natürlich auch eine wunderbare Grundlage für denjenigen, der eben genau das möchte, in der sie sich unsicher fühlen. Ja. Jederzeit einen Fehler machen können. Machen sie das eine, ist es falsch, das andere auch. Es gibt nur noch eine dünne Grauzone. Mhm. Und ich habe schon in der Vergangenheit vor vielen, vielen, vielen Sendungen als Beispiel genannt, stell dir vor, du hast einen Raum und hast auf dem Boden verschiedenfarbige Fliesen und eine Zeit lang sind immer die schwarzen unter Strom. Dann lernt derjenige, der im Raum gefangen gehalten wird, sehr schnell die schwarzen Fliesen zu meiden. Aber auf einmal wird es getauscht und dann muss er die weißen meiden. Und auf einmal wechselt es so. Und das ist genau die Situation, in der wir uns befinden. Dass man gar nicht mehr weiß, was man jetzt noch macht. Das bringt dich dazu, überhaupt nichts mehr zu wissen, keinerlei Sicherheit zu haben. Genau. Und das ist die Gemengelage, die man jetzt braucht. Das ist übrigens genau die Art, wie man Mind-Control-Opfer programmiert, genau. Indem man erstmal sagt, pass auf, wenn du jetzt zu dem Wasser greifst, dann wirst du bestraft. Dann sagst du, okay, zu dem Wasser greife ich nicht, aber hier steht da noch eine Flasche. Und auf einmal wird es umgedreht, genau wie du sagst. Ja. Bis der nicht mehr weiß, was er machen soll. Ist egal, ist es immer falsch. Und dann ist er eben offen für die Befehle, die von außen kommen. Genau, um ihm wieder Ordnung zu geben. Ja. Also das ist genau, was du jetzt sagst, der entscheidende Punkt. Es gibt eine Ordnung, das weiß er, aber er versteht sie nicht. Und andere werden sie ihm aber erklären. Wenn du das so machst, wie wir es dir sagen, dann gehst du sicher durch dieses Mosaik. Dann kannst du also immer, dann wirst du keinen Schlag bekommen. Aber solltest du abweichen, weißt du schon, was geschieht. Und es ist wichtig, bei dieser Programmierung noch einen zusätzlichen Faktor zu erwähnen, der auch dazu gehört. Zur Überprüfung, ob diese Programmierung funktioniert hat, ist es immer wichtig, Absurdes zu verlangen. Mhm. Also ganz bewusst etwas tun zu müssen, was absurd ist, damit, wenn du es tust, du damit ausdrückst, es ist egal, ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ich mache es, weil es mir gesagt wird. Und das können wir wunderbar entdecken, überall um uns herum. Und gerade die sogenannten Beamten werden in dieser Richtung jetzt durch einen extrem intensiven Prozess geschleust. Wo sie auch nicht mehr wissen, genau, und wo sie immer die Verlierer sind und wo sie eben auch ganz deutlich vielleicht bemerken, dass sie natürlich schon gegen die Interessen derer handeln, die eigentlich auf sie angewiesen sind. Ja. Dass sie ein bisschen den Schutz aufrechthalten, aber sie merken, dass ihr eigener Schutz auch gefährdet ist. Und das muss auch sein. Also ich werde mich vielleicht so lange für dich einsetzen, Joe, solange mein eigener Schutz nicht dadurch gefährdet wird. Ja. Wird er aber gefährdet als Notar, als Pseudobeamter oder was auch immer, oder als Polizeibeamter oder als was auch immer. Ich werde immer dann meine eigenen Interessen natürlich niemals aus den Augen verlieren. Und das gesamte System basiert unter anderem auch darauf, dass man sich gegenseitig kontrolliert. Also es ist vielschichtig. Es ist gar nicht so sehr wichtig, die genauen Details zu erkennen,
ja, ist es gut, das zu erkennen, aber wichtiger ist noch, wie kann ich mich daraus verabschieden? Und da gibt es eigentlich nur einen Hinweis, das alles ist ein künstliches Modell. Genau. Und es hat keine substanzielle Substanz. Es hat auch mit meinem Substanz, Leben eigentlich nichts zu tun, wenn ich nicht die Meldung aus dem Fernsehen... Es hat damit leider dadurch zu tun, dass man dich damit in einer ganz starken Verknüpfung gebracht hat. Ja. Zum einen über die energetischen Wege, wie eben auch über deinen Namen man eine Verknüpfung zu einer angelegten Person geschaffen hat. Mhm. Und da wirst du diese Verknüpfungen nicht los, dadurch, dass du sagst, ich will die nicht mehr. Mhm. Sondern du wirst sie nur los, indem du einen energetischen Ausgleich schaffst. Das ist der Hintergrund. Und ich bin auch sehr lange auf vielen unterschiedlichen Wegen in viele, viele Ecken des Theaters gegangen, die uns angeboten werden und die teilweise auch Lösungen sind. Aber die große Lösung, die liegt woanders und die liegt immer in dem Besinnen, wer du wirklich bist. Da geht es nachher zum Ende hinaus. Aber auf dem Weg dahin will man uns natürlich genau das vorenthalten und sagt uns eben durch die Erklärung, wer du bist und was auf dich zukommt und dass das unabänderlich ist. Und du hast eben, ich möchte das nach meinem relativ langen Monolog dennoch sagen, denn du hast ja die Frage eben gestellt, wie ist das denn in den USA, sind da andere Meldungen zu finden als hier? Ja. Und wo kommt das her? Und ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine sehr wichtige Frage ist, weil sie die Energieströme aufzeigt. In den USA, und deswegen habe ich mir diese andere Zeitung gekauft, in Amerika wird nämlich die Wut und der Bürgerkrieg genauso wie hier in Europa bereits gesellschaftsfähig. Aber die USA wird anders antworten, als hier in Europa die Antwort da ist. Für die USA wird die Antwort bereits sichtbar gemacht. Und Amerika bewegt sich in einer ganz großen Geschwindigkeit auf eine unglaubliche Veränderung dazu. Der Bürgerkrieg ist das ganz große Thema. Mhm. Und wir werden eine etwas andere Strömung bekommen. Aber die Energien, die jetzt hier gebraucht werden, um diese Strukturen ins Leben zu bringen, die kommen aus den USA. Und in den USA werden die Vorkommnisse, die hier sind, so schon gedeutet, ich möchte das genau sehr, sehr präzise sagen, in den USA werden in den Medien die Vorkommnisse hier bereits so gedeutet, wie man sie in den USA verstanden haben möchte. Ja. Hier werden sie so gedeutet, wie man sie hier noch verstehen soll. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Wir sind nicht in den USA, wir sind in einem etwas anderen Zustand, deswegen kriegen wir andere Erklärungsmodelle, die allerdings schon ein bisschen fischig riechen, die nicht mehr lange funktionieren werden und die man bald ersetzen wird. Aber noch ist die USA deutlicher. Und wir wissen ja, in den USA ist es in Ordnung, ein Patriot zu sein. In den USA ist es richtig, national zu sein. In den USA ist es wichtig, die USA und die Welt zu schützen. Und deswegen darf die USA jetzt schon was, was wir noch nicht dürfen. Und das ist meine Meldung dazu. Amerikas ansteckende Wut. Ja, ist Wut. Ansteckende Wut, das ist auch sehr interessant aus der Zeit. Und wir sehen hier ein Bild von einer farbigen, die hier Symbole steht für die Wut. Das ist die Wut der Schwarzen. Und in Amerika gibt es im Moment eine Kampagne, die heißt Black Lives Matter. Ja. Und das ist eine unglaublich wichtige Meldung, die also eine sehr perfide ist und eine Struktur jetzt aufbauen soll, die später zum totalen Zusammenbruch führt. Das ist das, was jetzt vorbereitet wird, überhaupt keine Frage. Es wird einen Rassenkrieg geben und einen Religionskrieg. Und beides in der Kombination. Es ist der Krieg, der... ich muss sehr vorsichtig sein. Es gibt bestimmte Themen, die auch wirklich erst einmal noch deutlicher werden müssen, bevor man sie deutlicher sagt. Aber wir werden die Auseinandersetzung, die wir jetzt in der Welt zu sehen bekommen, die werden so später erklärt werden. Rassenunruhen und Religionsunruhen. Das wird die Erklärung sein, die man uns später liefert für das, was bald kommen mag. Ja. Und das ist das, was man versucht, was auf der Bühne zu inszenieren, indem man ganz bestimmte Strukturen bedient. Und die haben eigentlich mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Aber in England zum Beispiel gibt es das schon sehr groß. Da gibt es große Proteste auch von Schwarzen. Und da sind auch schon viele Menschen getötet worden, auch Polizisten. Also das habe ich jetzt hier nicht als Meldung, aber das bekommt man hier gar nicht mit, dass es da auch ganz große Auseinandersetzungen gibt, wo wirklich auch die Rassen sozusagen aufeinander stoßen. Das große Modell dafür ist Südafrika. Hm.
Und Südafrika ist auch, wie wir wissen, natürlich kein souveränes Land. Und Südafrika ist genau das Vorzeigemodell. Und hier wird uns ein Nelson Mandela als ein friedlicher Mann präsentiert, der wirklich auf grausamste Art mit seiner Frau Menschen zu Tode gefoltert hat. Ja. Und der in Südafrika überhaupt keine Lobby hatte, bis man ihn dann mit einem sehr großen Werbeetat aufgebaut hat. Also wenn ich diese Themen anspreche, dann ganz bewusst um heilige Kühe, einfach mal aufzuzeigen und zu sagen, guck dir das bitte selber an. Mir ist es vollkommen egal, welche Einstellung du zu Nelson Mandela hast, aber sieh, welche Strukturen uns präsentiert werden und was in Wahrheit geschieht. Und was in Südafrika geschieht, kannst du herausfinden, wenn du ein bisschen in die entsprechenden Foren guckst, wenn du dich mit Südafrikanern unterhältst und dann merkst du, was dort geschieht. Und das ist das Modell, was man haben möchte. Vielleicht, Joe, wäre es an der Zeit, das mal mit einem Modell zu beantworten, was eigentlich sehr schön, glaube ich, aufzeigt, wie das alles funktioniert. Wollen wir? Bitte. Stell dir auch mal vor, du würdest dir erlauben, anzunehmen, du wärst ein wirklicher Sklave. Und das ist nichts Besonderes. Es gibt eigentlich fast nur Sklaven und all dein Umfeld sind Sklaven und man lebt relativ gut. Vielleicht stellen wir uns hilfsweise vor, dass wir im alten Rom sind. Und im alten Rom, da gab es natürlich viele Sklaven, die recht gut gelebt haben. Die waren Lehrer, Privatlehrer, die wurden dann irgendwo geraubt und haben einen wichtigen Teil auch der Gesellschaft gebildet und waren teilweise Intellektuelle und haben eben für die Ausbildung gesessen. Und man kam ganz gut zurecht. Und jetzt als Sklave hast du natürlich auch einen wichtigen Aspekt. Du wirst geschützt durch deinen Herrn. Vielleicht sollte ich eigentlich noch sagen, eigentlich ist der Begriff Sklave der falsche. Denn Sklave meint immer freiwillige Dienstbarkeit für einen bestimmten Zeitraum. Also in unserem Verständnis ist Sklaverei ja das, was eine völlige Unterwerfung ist ohne Rechte. Das ist eigentlich nicht mit Sklaverei gemeint, im Ursprung des Wortes, sondern Sklaverei ist meine Unfähigkeit, eine Schuld auszugleichen. Und deswegen biete ich mich an, für maximal 7 Jahre dir als Sklave zu dienen. Und dann nach 3 Jahren ist meine Schuld abgetragen und dann bin ich wieder frei. Das ist etwas Freiwilliges, ein Agreement zwischen uns. Das, was wir unter Sklaverei verstehen, ist eigentlich eine unfreiwillige Dienstbarkeit. Aber wir bleiben mal bei den Begriffen, damit auch die Klischees bedient werden. Und so leben wir da. Und wir werden geschützt und wir haben es ganz gut. Aber auf einmal bringen uns unsere Herren andere Sklaven. Die leben bei uns. Das sind komische Leute, die nicht diese Werte teilen. Die sind radikal. Die gehen auf unsere Frauen los, sie schlagen unsere Kinder, spucken uns an. Und dann sagen wir zu den Herren, also wir werden hier bedroht. Und sagen die Herren, ja, also wenn du was gegen die hast, dann ist das wohl dein Problem. Du bist ein Rassist vielleicht, ja? dass du das nicht gut findest. Also da musst du mal gucken, wie du da klarkommst. Und diejenigen, die für die Ordnung sorgen, das sind so die Vorarbeiter, die sind so zwischen den Stühlen, die versuchen so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Aber die wissen auch, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die Herren haben sich irgendwas gedacht vielleicht dabei, aber was, das können wir nicht so wirklich verstehen, ja. Und das ganz große Problem oder die ganz große Klarheit entsteht aber erst, wenn du nochmal einen Schritt zurücktrittst und dann diese Perspektive betrachtest, dass diese Dinge tatsächlich vielleicht mit Absicht geschehen und dass bestimmte Dinge hier geschehen. Und da stellt sich dann der Sklave die Frage und sagt, naja, warum? Ich habe eigentlich immer gut gearbeitet. Das ist, was soll das denn, ja? Also hier wird ja alles kaputt gemacht. Und das ist das, was sich viele Menschen fragen. Warum soll jetzt hier so ein System so zerstört werden? Das ist doch völlig absurd und völlig widersprüchlich. Und diese Frage kannst du aus dieser Perspektive, aus dieser Wahrnehmung heraus auch gar nicht beantworten, sondern musst du einen Schritt zurücktreten und diese Annahme mal beiseite stellen, dass es den Sklavenhaltern um dich geht oder darum, dass es dir gut geht oder dass es darum geht, dass das, was du machst, gut funktioniert. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um ganz andere Qualitäten. Und die werden wir jetzt erst erkennen können, denn nach und nach wird uns das dämmern. Aber man muss es selber herausfinden. Es nützt nichts, wenn man es sagt, weil dieser Aha-Effekt dann zurücktritt. Dann ist es wieder eine Information. Und dann sagst du, naja, jetzt muss ich aber noch mehr wissen und weiter gucken. Wenn du es wirklich mal herausfindest und deine Perspektive wechselst, dann wirst du auf einmal sagen, das hätte ich ja nie gedacht, das kann nicht sein. Aber wenn ich es dir sage, dann kann es im besten Fall als eine weitere Theorie oder ein weiteres Indiz gedeutet werden. Also wir werden dieses Beispiel noch weiterführen in der Zukunft. Ja. Ich werde dann noch weitere Perspektiven aufzeigen. Aber ich glaube, da stehen wir im Moment.
ein weites Feld mit der Sklaverei und es wird ja bei uns so getan, als sind es immer Weiße, die Schwarze versklavt haben. Nein. Es gab ganz viele Iren, die von England sozusagen in die Sklaverei auch verkauft wurden nach ganz Amerika. Viel. In Amerika, ja. Der größte Anteil der amerikanischen sogenannten Sklaven, also diejenigen, die wirklich unter schlimmsten Bedingungen, das waren Weiße, das waren, wie du sagst, waren Iren. Und die Schwarzen waren ein relativ geringer Anteil. Also jetzt aber der Eindruck, den wir bekommen sollen, es ist, die Schwarzen sind im Grunde gut und die werden ständig unterdrückt und die Weißen müssen jetzt das zurückzahlen. Genau. Das ist der Eindruck, scheint ja geweckt werden zu wollen. Black Lives Matter heißt, also ein schwarzes Leben zählt, bedeutet natürlich gleichzeitig, dass entweder ein weißes Leben auch zählt oder nicht zählt. Aber, und jetzt kommt es, dass unterschieden werden muss zwischen Schwarz und Weiß. Ja. Und das hat man uns ja nun die ganze Zeit ganz anders gesagt. Ja. Und derjenige, der jetzt schön programmiert diese Dinge wahrnimmt, der fühlt sich sogar mangels der eigenen Reflexionsfähigkeit bestätigt, indem er sagt, ja, jetzt wird ja nur ein Ausgleich geschaffen für diese Stärke der Weißen. In Wahrheit wird kein Ausgleich geschaffen, sondern ein totaler Rassismus eingeführt. Ja. Was wir erleben, ist die Einführung eines radikalen Rassismus. Und der kommt daher im Gewand des Gegenteils. Warum geht das? Spirituell, energetisch gesprochen, ist immer die polare Kraft Teil auch der anderen. Yin-Yang, schwarz-weißes Symbol, im Weißen findest du den kleinen schwarzen Punkt und umgekehrt findest du eben den schwarzen Punkt im Weißen und umgekehrt den schwarzen, den Weißen im Schwarzen. Und das zeigt uns, dass eben diese beiden Kräfte, einatmen, ausatmen, wie auch immer, einander bedingen. Und wenn ich eine Kraft stärken will, dann kann ich auch die andere nutzen, auch wenn sie äußerlich betrachtet als das offensichtliche Gegenteil daherkommt. Ich kann also so tun, als würde ich mich für die Freiheit der Menschen einsetzen und kann sie dadurch versklaven. Ja. Ich kann so tun, als würde ich mich einsetzen für Reichtum der Menschen und kann sie völlig verarmen. Das geht nur deswegen, weil eben die Polarität beide Kräfte in sich trägt. Und das können wir als Mensch nicht sehen, sondern wir können die Dinge nur abwechselnd sehen. Aber diejenigen im Hintergrund, die wissen, und das ist Magie, pure Magie. Lass ich es mal so ein bisschen so stehen, weil ich müsste eigentlich noch mal wieder zurückkommen nach München oder wo auch immer hin. Es ist so vieles noch. Interessant sind, kennst du dieses Video, wo man, wenn man es analysiert, wirklich Bild für Bild und in der super Zeitlupe, dann stellt man fest, dass der Attentäter gar nicht aus der Tür kommt, sondern er taucht auf. Er ist wie eingeblendet. Also ich habe mir das Video wirklich auch angeguckt. Es ist hier schwer zu erkennen, aber hier ist der Täter noch nicht. Hier ist er dann irgendwo da zu sehen. Es ist hier auch nicht zu erkennen auf den Bildern. Aber man kann sich diese Bilder ja wirklich aus dem Video angucken und in Zeitlupe. Und er wird eingeblendet. Der kommt nicht aus der Tür oder irgendwoher, sondern auf einmal taucht er auf. Es gibt auch viele, die sagen, der McDonald's war geschlossen zu dieser Zeit. Es war nur und ausschließlich das McDonald's-Logo beleuchtet. Das ganze Restaurant war geschlossen. Also hier nochmal der Hinweis, eine Inszenierung, wichtig ist, all diese Hinweise sind überhaupt nicht unnötig, sie sind sehr wertvoll für den, der einfach sagt, okay, die Erklärung, die man mir gibt per Medien, die man mir gibt per, sagen wir mal, als ideologische Vorgabe, die kann ich und muss ich in Frage stellen. Punkt. Und dann kann ich durchaus auf dem Weg dorthin mich auch ausgiebig beschäftigen mit diesen Widersprüchen. Das ist wunderbar. Und irgendwann muss aber an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, aber warum? Wieso? Was sind die Hintergründe und wo sehe ich den roten Faden? Und was hat das auch in letzter Konsequenz mit mir zu tun? Es hat sehr viel mit dir zu tun, weil das, was mit uns allen geschieht, auch etwas ist, das explizit mit dir geschieht. Und es geschieht deswegen, weil wir nicht erkennen, nach welchen Regularien hier vorgegangen wird. Die Sklaven kennen die Regeln nicht, die kennen die Struktur nicht, sie kennen den Plan nicht. Und der Plan ist ganz, ganz offenkundig, denn, und das möchte ich vielleicht doch noch hinzufügen, machen wir das, ziehen wir das vor. Ich wollte es beim nächsten Mal sagen, aber dann machen wir das noch. Mhm. Vielleicht, lieber Joe, würdest du als Sklave im alten Rom, der jetzt so unzufrieden ist, weil du nicht mehr sicher schläfst, weil du nicht mehr deine ruhige Welt hast, auf einmal mit diesen neuen Strukturen, auf einmal dich umhörst und du stellst fest, auch die anderen Sklaven berichten, da gibt es Sklaven, die planen was. Mhm. Die planen möglicherweise auch
ihren Status in Frage zu stellen. Die sagen, das ist nicht so richtig, wie das hier läuft. Wir sind Sklaven, wir sind gar nicht einfach nur jetzt hier im freien Rom, sondern in Wahrheit bedeutet das Band, was du hast, nicht, dass du ein Gerät hast, mit dem du deinen Jogging messen kannst und auf dein Smartphone überträgst, sondern es ist ein Sklavenring. Mhm. Viele sagen, das sind Spinner, aber er geht hin und er hört davon. Mhm. Und auf einmal wird ihm klar, was da gefürchtet wird, nämlich die Vernetzung dieser Leute. Also muss man in die Netze Schnitte hineinbringen. Muss diejenigen, die auf einmal sich zu vernetzen beginnen, dazu bringen, sich um sich selbst zu kümmern, ihre eigene Sicherheit als das Wichtigste zu begreifen und festzustellen, dass auf einmal diejenigen, die Revolution betreiben, ersetzt werden durch welche, die erst einmal ganz andere Interessen haben und auch mangels Aufklärung und mangels kulturellen Verständnisses diese Fragen erst einmal für die nächsten 100 Jahre nicht werden stellen können. Und dann wird auf einmal ein Schuh daraus und dann verstehst du viel mehr und dann entsteht auf einmal ein großes Verständnis und es bleibt nichts mehr von deiner ursprünglichen Idee, als relativ freier Sklave doch irgendwo in einem sicheren Rom zu leben. Das ist jetzt schon ein Blick sehr weit von oben. Wir müssen immer wieder zurück. Aber schön. Wichtig. Blick, wichtiger, ja, natürlich. Wichtig, man muss es eigentlich alles aus dem Blickwinkel sehen. Würdest du denn sagen, dass im Moment durch die Zeitqualitäten die Sklaven, mit denen du uns ja alle im Grunde meinst, erkennen, dass sie nicht frei sind und dadurch im Grunde schon das ganze System am Kippeln ist? Oder? Dadurch noch nicht. Dadurch noch nicht. Wenn sie sich als Sklaven befreien, das ist noch keine Gefahr. Mhm. Das ist in Ordnung. Die Frage, wie sie mit dem Sklavesein umgehen, das ist die Frage. Und wenn du als Sklave dich erkennst, natürlich ist das ein erster Schritt in die Gefahr, dass das jetzt in eine Richtung geht, die zu Problemen führt. Mhm. Deswegen will man diese Richtung vorbestimmen. Und diese Richtung heißt in der Regel sogar, Revolution ist in Ordnung, solange wir die Regeln der Revolution machen und auf diese Art und Weise vielleicht sogar eine neue Struktur anbieten, die dann von den Revolutionären betrachtet wird. Das ist nicht so problematisch. Problematisch ist, wenn der Sklave seine wahre Macht erkennt und erkennt, dass ohne ihn überhaupt kein Rom bestände, dass ohne ihn niemand da wäre, der die Kraft hätte, die substanzielle Kraft hätte, um überhaupt die Versklaverei auch nur für Minuten weiter aufrechtzuerhalten. Das ist die Gefahr. Und an dieser Stelle gibt es auch Möglichkeiten, aufgefangen zu werden, dass der ein oder andere liebevoll dann verabschiedet wird, aber immer mit dem Hinweis, bitte nicht darüber zu sprechen. Diese Dinge haben wir auch bereits. Also es gibt eine wirkliche Veränderung auf so unterschiedlichen Ebenen und alles wird befeuert aus der energetischen Kraft der Verwandlung. Und der eine geht erst in diese eine Richtung, er sucht auf der Bühne in dem Karton und der andere woanders. Aber in Wahrheit musst du die Bühne verlassen und erkennen, dass nur durch deine Anwesenheit auf der Bühne das Theaterstück läuft. Also nicht mehr funktionieren. Ich wundere mich ja, es gibt ja diese Spartakus-Serie, glaube ich, wo dann sozusagen ein Dominus, also ein Hausherr und ein Hausdominar, die haben solche kräftigen Gladiatoren, die also viel stärker sind als der Dominus selber. Und da fragt man sich, warum funktioniert das? Wieso lassen die das mit sich machen? Die hauen den doch ratzfatz platt. Aber da darf ich dir die Antwort geben. Fast jeder, den ich kenne, ist körperlich stärker als Frau Merkel. Ja. Und das ist auch ein Ausdruck von Macht desjenigen. Also der Pate, der ein Muskelprotz ist, ist sicherlich für den einen oder anderen bedrohlich. Aber das kleine Männchen, das von dem Muskelprotz gefürchtet wird, das ist noch viel, viel deutlicher in seiner Ausdrucksform. Genau. Und das ist ja das, was wir energetisch auch zu sehen bekommen. Aber natürlich eben auch ein Ausdruck, der wiederum in ein Spannungsfeld führt, wenn wir uns dann Serien wie die von Schwarzenegger oder von Bruce Willis angucken, wo dann letztendlich doch die Entschlossenheit zählt. Wir werden in ein ständiges Spannungsfeld von Ideen, Ideologien, Konzepten und Wirklichkeiten gebracht und wissen gar nichts mehr. Und das ist die Basis. Also es gibt zwei Dinge. Einmal dieses Vernebeln, das hält uns von unserer eigenen Kraft ab und die ganz große Aufstieg ist, wieder zurück in die Kraft zu finden. Das ist mein Thema. Das ist nichts Wichtigeres. Dazu kommt die äußeren Impulse, wo du erstmal erkennst, wie werde ich denn festgehalten? Ja. Und dann die inneren, wo halte ich mich selber fest? Wo habe ich mich selbst programmiert? Und das ist der, jetzt kommen die Signale. Natürlich können wir sagen, schade, dass die so blutig sein müssen. Aber sie sind deswegen so blutig, weil wir über Jahrtausende nicht hingeguckt haben.
Das müssen wir auch sehen. Wichtiger Hinweis, ja. Also wir müssen uns darüber ganz deutlich und klar werden, dass was wir jetzt erleben, ist ein Prozess, der über einen unvorstellbar langen Zeitraum geht. Also ich beschäftige mich ja ausführlich damit, in meine Beweise, die ich gefunden habe für diese Strukturen, also Beweise im Sinne von physisch vorhandbaren, belegbaren Dingen, ohne dass ich mir auf die Zeit festlegen kann, die kommen aus dem babylonischen Kulturkreis. Das heißt also, da gibt es Strukturen, wie wir sie heute an dem Bankwesen finden, die es eins zu eins genauso gab, die sehen ein bisschen anders aus, aber die Form ist dieselbe. Und das geht über das alte Rom hinweg. Und von daher ist das, was wir sehen, wieder mal ein Reset. Nur heute wird der Reset deswegen gefährlicher, weil wir viel stärker von unserer Natur getrennt sind. Und deswegen ist jetzt wieder zurückzufinden die Aufgabe. Mhm. Und diese Hinweise finden sich auch in vielen Prophezeiungen. Und wenn ihr es nicht sehen werdet, dann wird das, was ihr sehen müsst, wie die Heuschrecken über euch herfallen. Und diese Dinge, die wir jetzt mit diesen Terrorereignissen haben, die sind dazu da, um die Sklaven quasi jetzt, die so langsam anfangen, hey, hast du schon gehört, Mensch, das ist ja, die dann wieder in eine neue Rolle zu bringen oder die unter Kontrolle zu bringen. Ja. Dass sie sagen, die wachen zwar schon so ein bisschen auf, aber jetzt Terror, oh, dann ja, rufen wir doch mal besser die Polizei. Ne? Das ist natürlich eine. Die Lösung, ne, dass man sagt, oh, wir brauchen mehr Polizei, wenn so viele bösartige IS-Kämpfer vielleicht hier sind. Das ist eine Möglichkeit, ja. Aber ich würde sogar viel substanzieller denken, dass man wirklich sagt, ich muss jetzt um den Schutz meiner Familie mich kümmern. Ja. Also ich kann jetzt nichts mehr tun. Aber das ist ja mega schwer. Also Waffengesetze sollen jetzt noch verschärft werden. Die sind ja schon so, dass man im Grunde außer mit Wattebäuschen werfen kaum etwas haben darf. Ja. Vielleicht noch Messer. Tipp. Also ein Tipp, ein wunderbares, sehr, sehr gutes und ich finde auch so spirituell so schönes Möglichkeit ist. Feuerbogen. Nein, ist eine Taschenlampe. Ha. Und zwar eine ganz sehr modernen Art. Die sind teilweise sehr klein, also winzig klein. Und mega hell. Die kannst du, ja. Und also ich, als ich mich mit diesem Thema zu beschäftigen begann, da waren diese LED-Lampen so in der Lage, dass wir den Lumen gemessen, so 200 Lumen. Das ist sehr, sehr hell, da kannst du nicht reingucken. Die modernen Lampen leisten teilweise 1000, 1500, 2000 Lumen und sind immer noch sehr, sehr, oder sind sehr, sehr klein. Und damit kannst du dich sehr defensiv wehren. Denn selbst bei Tageslicht ist erst einmal die eigene Orientierung ausgeschaltet, zumal diese Lampen in der Regel auch in der Lage sind, durch ein Stroboskop per Knopfdruck zusätzliche Impulse zu setzen. Und das Schöne, Joe, ich habe es jetzt letztens gerade gesagt, man kann doch wunderbar sagen, man möchte dem anderen wirklich ein bisschen Erleuchtung verschaffen. Ja. Und ein Tipp vielleicht bei der Gelegenheit an einen Freund von mir, bietet solche Lampen an und er hat den ganz großen Vorteil, dass er sich sehr auskennt und unter Selected Lights kann man den Jojo anrufen, wenn man möchte, auf seiner Webseite, ich glaube selectedlights.de, kann man leicht rausfinden. Und wer sich auf den Alexander beruft, kriegt 10%. Also das wer ist das doch mal mag. Aussage. Okay. Und er ist super nett, man kann mit ihm reden. Denn Wichtigste bei der Gelegenheit ist immer, oder sagen wir, es sind zweierlei Dinge. Zum einen, dass du wirklich das auch in der inneren Bereitschaft in dir trägst, dass du sagst, ich möchte meinen Raum auch verteidigen und ich lasse mir nicht alles gefallen. Es gibt viele Menschen, die werden im Moment angespuckt, angepöbelt und wissen überhaupt nicht damit umzugehen. Und das ist auch die Unfähigkeit, die sich hier ausdrückt, unseren eigenen Raum einzunehmen, weil andere machen das. Wir sind Kinder. Und das ist das eine, worauf ich hinaus will. Und das andere ist ganz konkret, es nützt dir die größte und schönste Taschenlampe nichts, wenn die zu Hause liegt, sondern wähle dir immer etwas, was du auch bei dir trägst. Und dann hat es auch eine symbolische Qualität, indem du dir einfach bewusst machst, ich habe einfach auf der einen Seite einen Gebrauchsgegenstand, der sehr praktisch ist, aber ich habe ihn auch dabei, um im Notfall mich vielleicht wehren zu können defensiv. Jemanden zu erleuchten. Und genau, und das finde ich sehr schön und deswegen ist das, finde ich, ein besonders guter Tipp. Okay. Nicht der Tipp, der sich vor allen Unbilden schützt. Also dieser Anspruch, den kann man nicht umsetzen. Ja. Das ist klar, das wäre natürlich eine wichtige Botschaft. Aber da würde ich noch mal weiter zurückgehen, zu sagen, letztlich das, was ich bin, ist unkaputtbar. Aber diese Welt ist wirklich im Moment in Aufruhr und die Einschläge kommen näher. Sich damit zu befassen, ist wichtig. Ja. Und nicht zu sagen, naja. Es ist sehr verlogen, was dort geschieht. Ja. Und ich habe es letztes Mal ausdrücklich gesagt, wir bewegen uns auf einem Schlachtfeld. Und das ist ein Begriff, der natürlich mir, der ich als spiritueller Lehrer auch aktiv bin, häufig mit Unverständnis und mit Missverständnis dann unterstellt Man wird. Man muss ja ganz friedlich sein und ganz Ja, aber die Friedlichkeit, die kann nur entstehen, wenn du die Wahl hast. Hm. Wenn du die Wahl nicht hast, friedlich zu sein, sondern du nur friedlich sein musst,
dann ist das eine pervertierte Form von Friedlichkeit. Ich bin gerne friedlich, aber ich habe auch gerne die Wahl zu entscheiden, wann ich friedlich bin und wann ich den Raum auch schütze, in dem ich mich bewege. Ja. Und noch etwas, unsere Aufgabe jetzt im Prozess des Erwachsenwerdens ist es, in der realen Welt mit den realen Umständen die richtigen Antworten zu geben und nicht mich zurückzuflüchten in eine Pseudo-Kinderwelt, in der ich sage, das wird schon alles nicht so schlimm kommen oder das alles will ich nicht hören oder das alles wird, wenn ich mich damit beschäftige, nur schlimmer. Wenn du wegschaust, ist es leider so, dass das damit eine gewaltige Macht über dich gewinnt. Und es gibt viele Menschen, die der falschen Vorstellung unterliegen, dass sie sagen, Negatives auszusprechen, bringt es in die Welt. Nein, es gibt hier nichts Negatives, es gibt zwei Seiten eines Pols oder es gibt zwei Seiten einer Münze. Und wenn du ständig eine polierst, dann wird irgendwann die in der Zeit weiter rostende Münzseite in einem so starken Missverhältnis stehen, dass sie sich irgendwann auch einfach von dir beachtet werden muss und sie wird sich zeigen. Und es gibt gerade im Zusammenhang mit Übergriffen sehr, sehr viele Studien, die deutlich aufzeigen, dass unsere eigene Unsicherheit, unsere eigene Einstellung oder auch unsere eigene Flucht davor, die Dinge begünstigt. Und von daher empfehle ich dir auch hier hinzugucken, wenn es noch so schwer ist. Ich kann dir keinen Weg aufzeigen, Kind zu bleiben und damit doch gleichzeitig irgendwie erwachsen zu werden. Das geht nicht. Das ist eine Zensur. Das ist eine Zäsur, die deutlich ist, ja? Die dich in die Welt der Erwachsenen hineinbringt. Das müssen wir jetzt tun. Wir haben keine andere Chance. Ja, die Einschläge sind manchmal unbequem, kommen näher. Es ist viel in Badeanstellen und Schwimmbädern. Ich habe hier Beispiele aus, Entschuldigung, wenn ich dann auch immer aus dieser hohen Ebene wieder an die niedrige komme. Nein, das aber wir ist haben ja das Gemisch, Menge, was uns umgibt. Genau. Ja? Es gibt ein Beispiel aus Freibad von Kirchheim Tech. Redintente Afrikaner löst Polizeieinsatz. Also es werden junge Mädchen bekrapscht, es werden die Bikini-Oberteile zerrissen und überall. Und dann, es gibt viele Beispiele und der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin nimmt aber den Bademeister in die Pflicht und sagt, ja, der muss halt auch mal sein Hausrecht aussprechen. Der wird aber selber angegriffen und weiß nicht, wie er sich helfen kann. Kann er auch nicht. Er hat keine Chance. Er hat genau das, was wir vorhin beschrieben haben. Macht er dies, dann wird er dafür bestraft. Macht er das, wird er dafür bestraft. Ja. In Gießen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich will jetzt nur einfach... Es gibt so viele Beispiele. Ja. Ist jetzt ein Aldi geschlossen worden, nachdem dort wirklich auch in solch übler Form nicht nur gestohlen worden ist, sondern sich Betrunkene aus dem nicht weit entfernten Flüchtlingsheim dann auf dem Parkplatz üble Szenen geliefert haben. Man hat dann dort Sicherheitspersonal eingestellt, hat jetzt diesen Markt geschlossen. Es zeigt, und das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, es zeigt unsere völlige Unfähigkeit, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und es zeigt die unglaubliche Verlogenheit, wenn daraus ein Rassismusproblem gemacht wird. Es gibt asoziale und es gibt üble Menschen in allen Rassen, in allen Farben, allen Varianten. Und das, was hier gemacht wird mit dem Hinweis auf Rassismus, ist nichts anderes als Rassismus, nur umgedreht. Und das ist genau das, was geschieht. Und wir müssen jeder Einzelne für uns selber uns aus diesem Korsett von Gedankenmuster befreien, die uns immer in eine Unfreiheit hineinbringen, weil wir, und da sind wir in genau der gleichen Herausforderung wie beim Bademeister, deswegen wollte ich dich dort abholen oder unterbrechen. Ja. Da sind wir genau dort. Du kannst es da nicht richtig machen. Ja. Und wenn du manchmal sagst, ja, es werfen sich die Leute vor, so ist es. Wir müssen aber Stellung beziehen und wir müssen uns überlegen, sollten wir über das sprechen, was ist, oder sollten wir versuchen, Idioten sanft wieder einzuschläfern, damit sie noch ein paar Minuten länger schlummern. Und das, was wir sehen, geschieht ja nur von einem winzig kleinen Teil wirklich in dieser idiotischen Struktur, die sich aufblasen, als wären sie riesengroß. Es sind 2-3% der Bevölkerung, die ihre Schnauze aufreißen, als wären sie 80%. Aber und diese 80% und diese 90% müssen nur den Mut finden zu sagen, ich sehe das aber anders. Und das ist etwas, was, wenn das jetzt nicht wenigstens geschehen kann, dann muss man sich auch wirklich ganz klar und deutlich dazu äußern, dass eben diese Fähigkeit noch nicht vorhanden ist. Die muss noch stimuliert werden. Und die wird auf eine Art stimuliert, die den Kindern überhaupt nicht gefallen kann. Manchmal wird ja so mit zweierlei Maß gemessen. In Jever hat die Stadt mehrere Schrebergärten für Asylbewerber gemietet.
Und die Stadt übernimmt auch die Gartenarbeiten. Das kann man natürlich den Asylanten nicht oder Asylbewerbern nicht zumuten. Jeder Deutsche, der einen Schrebergarten hätte, der müsste ihn natürlich selber pflegen. Aber das ist nur so ein Beispiel dafür, wie wir auch in vorauseilendem Gehorsam es allen recht machen wollen. Und der Fremde ist natürlich immer mehr wert als wir selber. Also das ist etwas, was natürlich nicht natürlich ist. Und aber einen ganz großen Weg zeigt. Das ist ein wunderbarer Übergang. Ich habe nicht gedacht, mein lieber Joe, dass wir den nochmal finden. Denn ich habe ganz ursprünglich heute die Tagesenergie mit diesen Meldungen beginnen wollen, habe dann die Zeitung vorgezogen. Und wir haben ja dann über Nizza gesprochen. Wir könnten natürlich über diese Anschläge noch vielfältig sprechen. Ja. Und die kommen auch noch. Die kommen bei mir auch noch. Ja. Also nur für die, die jetzt sagen, ja, das war's schon. Da gab es doch noch viel mehr. Ich habe übrigens auch eine eigene Sendung gemacht zu dieser Häufung der Anschläge bei bewusst.tv, die Leute wirklich fragen, was... Schau, wir haben noch den Putsch in der Türkei. Ja, genau, das kommt noch viel. Aber wir haben noch etwas, das ist ja zwar schon Vergangenheit und in der letzten Tagesenergie habe ich ja auch schon darauf hingewiesen, Brexit. Ja. Und da erinnere ich mich noch an das, was wir besprochen haben und du wirst dich erinnern, dass ich gesagt habe, es stand ganz klar fest, diesen Express muss es geben und auch die Reaktion im Nachgang, dass man also diesen Brexit immer wollte, die lassen sich ablesen. Also im Sinne von den Reaktionen, die dann gekommen sind. Mhm. Und ich habe jetzt noch so eine entdeckt, die war kurz nach unserer Sendung. Und die ist auch so schön schräg eigentlich für jemand, der nicht schon angefangen hat, etwas kritischer die Medien zu betrachten. Ja. Es ist eine Meldung von den deutschen Wirtschaftsnachrichten und die heißt da, Obama... Großbritannien muss aus der EU austreten. Und jetzt heißt es hier weiter, US-Präsident Obama hat ein Machtwort zum Brexit gesprochen. Also der hat jetzt gesagt, so jetzt, das ist es jetzt. Er stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Berechtigung, aber die Frage wird von vielen nicht mehr gestellt. Also die Weltherrschaft der USA, die wird einfach angenommen. Und das hat eine ganz wichtige Bedeutung. Es gibt keine Rede von Obama, und auch von keinem anderen Präsidenten, wo das nicht immer gesagt wird, als allererstes, wir sind die größte und beste Nation der Welt und. Und wir müssen wissen, ich habe schon erwähnt, eine Nation ist nicht ein Staat, eine Nation ist nicht ein Land, aber dazu kommen wir später noch. Mhm. Also US-Präsident Obama hat ein Machtwort zum Brexit gesprochen. Die Wahlbeteiligung beim Referendum sei so hoch gewesen, dass der EU-Austritt Großbritanniens nicht mehr rückgängig gemacht werden könne. Also hier liefert Obama auch eine Begründung, die natürlich in ihrer Lächerlichkeit überhaupt nicht zu überbieten ist. Also wir hatten eine Beteiligung von, ich glaube, ein paar 50%. Nein, die Beteiligung war höher, 52% von dem Brexit. Ich weiß es nicht mehr. Aber ganz egal, wie hoch die Beteiligung war, das hat bisher nie eine Rolle gespielt. Ja, da hat man neu gewählt. Denn jetzt müsste man im Umkehrschluss natürlich sagen können, Moment mal, das ist ja interessant, dann lieber Herr Obama hier in der BRD. Da haben wir ganz niedrige Wahlbeteiligung. Wie sieht es denn dann aus? Ist das denn dann, muss man das dann wiederholen? Aber hier wird eine Erklärung gegeben. Und Erklärungen sind immer ein Mittel der Beruhigung für die Schafe. Ich erinnere mich an ein Experiment, da hat jemand eine Aufgabe gehabt, irgendwas zu kopieren, also einen Kopierer. Und dann hat man ein Experiment gemacht, da war eine lange Schlange, wie kommt er schnell an den Kopierer? Und er hat dann am Anfang gesagt, ich muss hier hin. Und die Leute haben dann gemeckert, haben gesagt, also jetzt stellen Sie sich hinten an. Aber als er dann gesagt hat, ich muss hier hin, weil ich kopieren muss, was natürlich überhaupt keine Erklärung ist, sondern nur eine Beschreibung dessen, lassen wir sie vor. Und er hätte auch sagen müssen, ich muss hier kopieren, meine Tochter hat ein offenes Bein. Ja. Dann hätte jeder dort sich vielleicht auch eine Erklärung, wahrscheinlich muss er den Arztbericht kopieren. Also mit der plausiblen Erklärung, das ist auch bei allen... Die muss nicht plausibel sein. Sie muss nur eine Erklärung sein. Den Anschein einer Plausibilität haben. Nicht mal das, sondern sie muss nur eine Erklärung liefern. Okay. Egal, wie wenig sie plausibel ist. Ist sie ein bisschen plausibler, gut, dann hat natürlich der Kopf es leichter. Ist sie nicht plausibel, dann wird wiederum wunderbar möglich, dass ich sage, das kannst du nicht verstehen. Aber der Obama, der wird das schon wissen. Das kannst du nicht verstehen. Und deswegen sagt uns zum Beispiel auch die Regierung, Volksbefragung, oder Volksentscheide, ganz die sind schlecht. nicht möglich. Weil eben die Dinge komplex sind. Sie haben nicht diese wunderbaren Informationen und das reicht uns dann aus. Also noch einmal, die Erklärung, ob sie plausibel ist oder nicht, ist nicht wichtig, die muss immer kommen.
Obama machte die Sparpolitik der EU für die Ablehnung in vielen Staaten verantwortlich und kritisierte damit unmissverständlich Bundeskanzlerin Merkel, die diesen Kurs erneut als alternativlos bezeichnet. Also hier kommt aus den USA Kritik, und die USA-Kritik kommt eben auch in Form von Anschlägen in Europa, islamischer Terror, Merkel-Politik. Also die USA distanzieren sich von ihrem Schoßhündchen und von ihrem willfährigen Helfern. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Also deswegen wollte ich das mitbringen. Und das hier ist die Steigerung, Joe. Magst du vorlesen? Vom Handelsblatt. Erneut zerstört eine deutsche Regierung Europa. Na, das ist doch eine Meldung. Ist das dreist oder ist das dreist? Alexis Tsipras gilt als Verlierer des 17-Stunden-Verhandlungsmarathons. Ihm wurde ein harter Kurs aufgezwungen. Vor allem Deutschland schlüpft in die Rolle des Bad Cop und muss dafür jetzt viel Kritik einstecken. Aber erneut zerstört eine deutsche Regierung Europa. Das müsste man ja dem Handelsblatt rechts und links um die Ohren hauen eigentlich, oder nicht? Naja, das ist schon das, was man auch vorbereitet. Okay. Also das wird nachher das sein, was unterm Strich man als Erklärung, wenn es denn soweit ist, haben wird. Und da gucken wir noch genauer hin. Und hier heißt es weiter, die Gläubiger und Griechenland haben sich geeinigt. Und doch nur einer kehrt als geprügelter Hund nach Hause zurück, der Premier. Also hier wurde ihm dieser aufgedrängte, du hast es schon gesagt, Sanierungskurs, insbesondere durch Deutschland, aufgedrängt. Aber die Meldung hier, die da in der Überschrift steht, zeigt ganz grundsätzlich auch, in welche Rolle man hier Deutschland bringt. Denn in Wahrheit sagt man natürlich den deutschen Bürgern in den Medien hier, wir geben wieder viel Geld an Griechenland. Und das ist das, was wir gerne tun, um den europäischen Gedanken zu unterstützen. Und hier wird man so ganz was anderes auf einmal aufs Brot schmieren. Es geht mir um die Grundsätzlichkeit der Meldung und um den Bad Guy, der jetzt hier bereits auf der Bühne auch schon ein bisschen mit Pferdemist beworfen wird, bildhaft besprochen, damit also die Leute was zu lachen haben. Und da habe ich noch eine Meldung. Warte mal, das habe ich hier jetzt hingelegt. Das mache ich jetzt mal so. Und zwar, lass mich bitte gucken, wo geht's weiter? Das ist recht neu von heute. Guck doch mal bitte her. Star-Ökonom Krugman oder Krugman, weiß ich nicht. Ja, Krugman Engländer ist bestimmt gut. Wirft Merkel vor, die Euro-Krise verschlimmert zu haben. Ach. Also hier merken wir diese Kritik aus Übersee, dem transatlantischen Bündnis. Die wird jetzt deutlich gemacht, weil, wenn es untergeht, ja, wer ist schuld? Natürlich. Sicherlich nicht die Amerikaner, sicherlich nicht die Engländer, sondern natürlich Europa. Und wenn in Europa was passiert, dann ist auch klar, wer da schuld sein muss. Merkel ist schuld. Und wir haben schon oft darüber gesprochen. Und letztes Mal habe ich eine Warnung ausgesprochen. Und die wiederhole ich heute. Bitte hier. Gewinneinbruch. Deutsche Bank muss Sparkurs verschärfen. Also ich habe es letztes Mal gesagt, die Deutsche Bank habt sie im Visier. Die Deutsche Bank ist auf den niedrigsten Kurs aller Zeiten gefallen zwischenzeitlich. Die Deutsche Bank schließt ganz viele Filialen. Alle Leute, die in den mittleren und unteren Positionen sind bei der Deutschen Bank, müssen sich neu bewerben bei der Deutschen Bank. Ja, und jetzt frage ich dich natürlich, Joe, oder sage ich dir, ist das nicht auch ein Wegsignal für Menschen, die bisher im Anzug gesessen haben und ihrer Kundin erklärt haben, dass sie einfach nicht mit Geld umgehen kann. Und dass es jetzt doch mal an der Zeit ist, die Dinge wieder in Angriff zu nehmen. Also hier merkst du aus dieser übergeordneten Position heraus, es ist nicht nur derjenige, der jetzt dort vielleicht sein Geld durch die Aktien verliert, der ein Signal bekommt, sondern alle in diesem Zusammenhang bekommen genau die Impulse, die gebraucht werden, damit der nächste Schritt geschieht. Und da gibt es eben nicht eine Ursache und Wirkung, sondern eine Komplexität von ständigen Ursachen und Wirkungen, die aneinandergreifen und die zurückgehen, naja, bis vor alle Zeit. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass es die Deutsche Bank ist, weil die natürlich das Deutsch im Namen hat. Und da kann man natürlich sagen, guck mal, die haben es verursacht. Die Deutsche Bank spielt eine ganz große Rolle, auch deswegen, weil sie ein Global Player ist. Und die Deutsche Bank wurde mehrfach umgebaut. Und wenn die Deutsche Bank kippt, dann ist das gar keine Frage mehr. Das ist kein Lehman Brothers. Und beispielsweise Italien, die Krise in Italien, die Bankenkrise in Italien ist gigantisch im Moment, gigantisch. Italien stand schon mehrfach unmittelbar vor einem Bankrun, wie man so sagt. Und in Italien ist die Deutsche Bank sehr stark investiert. Also das Zusammenspiel der Banken, das
ist ganz von entscheidender Bedeutung. Aber uns muss auch klar werden, dass man dieses Spiel beeinflussen kann. Und hätte man nicht gewollt, dass Lehman Brothers untergehen, und das kann man heute belegen im Detail, dann wäre das nicht geschehen. Ja. Sondern es sind ganz bestimmte Gelder nicht bezahlt worden, verzögert worden, es sind bestimmte Dinge. Und es gibt darüber auch ganz, ganz viele Hinweise. Und der ehemalige Vorstand der Lehman Brothers ist abgefunden worden, ich meine mit 120 Millionen Dollar. Also wir sehen, dass es hier durchaus Dinge gibt, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Aber was wir hier merken mit der Deutschen Bank, du sagst es, sie trägt den Namen Deutschland in ihrem Logo. Und sie wird inzwischen ja von einem englischen Vorstandsvorsitzenden geführt. Ja. Und alles wird so vorbereitet, wie das sein muss. Und es gibt noch viel mehr Firmen in Deutschland, die jetzt gerade ganz stark umgebaut werden für das, was kommt. Die Anzahl ist unglaublich groß. Ja. Das lässt du wegfallen? Ja, ich tue es ja unten hin. Ja. Man könnte noch viel mehr sagen. Ja. Ich kann nur allen raten, seid vorsichtig, achtet darauf. Am Ende der Woche, wir haben ja heute Mittwoch, am Freitag werden wir die Stresstestergebnisse der europäischen Banken präsentiert bekommen. Und da wird schon mit großer Sorge darauf gewartet. Diese Stresstests sind natürlich nichts anderes als auch eine Fiktion. Es kommt darauf an, wie man jemand legt das fest. Und man kann das, wie man möchte. Ja. Zwar nach bestimmten Regeln, aber das kann man durchaus ausgleichen. Aber hier werden wir sehen, wie jetzt vielleicht auf der Bühne das nächste große Szenario beginnt. Kann es nicht sagen, irgendwann geschieht es, vielleicht am Freitag. Wir werden sehen. Okay. Dann habe ich noch zwei andere Dinge, die ich ganz kurz nur ansprechen möchte. Hier wurde nochmal eine interessante Meldung jetzt von mir ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist eine Meldung auch nach dem Brexit vom Spiegel unter der Überschrift "Aus Frust wird Macht". Referenden sind in Mode, doch meist geht es dabei nicht um Fakten, sondern um Emotionen, meint Markus Becker, droht Europa eine Diktatur der Frustrierten. Ich habe diese Meldung deswegen mitgebracht, weil uns immer erzählt wird, diejenigen, die unsere Strukturen hier kontrollieren, das sind Menschen, die in allererster Linie nach rationalen Strukturen arbeiten. Das ist nicht emotional, das ist Verstandesebene. Mhm. Wenn du dir aber anguckst, was da geschieht, dann kannst du nur sagen, es kann nur ein vollkommener Geisteskranker sein, dessen Verstand hier als Basis dient. Gar keine Frage. Es ist eine pure Verhöhnung. Dass der Journalist es selber so sieht, weil er genauso in diesen Strukturen eingebettet ist, das mag sein. Aber de facto ist diese Vorstellung, dass wir zu leicht abdriften in Emotionales oder in die Gefühlswelt, nichts anderes als gleichzeitig ein Hinweis, dass natürlich der Verstand die Basis sein soll. Es soll weder der Verstand noch die Emotionen sein, sondern das, was wir wirklich an Gefühl, an Empathie, an Verständnis und an Anbindung zu den wahren energetischen Werten haben. Und das spielt überhaupt keine Rolle, weil es das ja anerkannterweise gar nicht gibt. Und das ist ganz wichtig für unsere Programmierung, dass wir das verinnerlichten. Und da gibt es ganz große, in den Strukturen wiederholt fest abgelaufene Szenarien, wo man uns das verkauft hat. Das hat sehr viel mit der Evolutionstheorie zu tun, das hat mit unserem Verhältnis zu unseren Strukturen zu tun, das hat mit ganz vielen Einzelereignissen zu tun. Und häufig kommt es in der Maske der Religionsauseinandersetzung einher. Mhm. Und da sind wir dann ganz schnell wieder beim 30-jährigen Krieg. Und da gibt es so viele Parallelen zu heute, dass man erschrecken kann. Okay, vielleicht passt das ganz gut, weil du quasi vom Brexit zum Krieg kommst und die neue britische Premierministerin Theresa May hat keine Bedenken, einen Atomangriff anzuordnen, bei dem unschuldige Männer, Kinder und Frauen sterben würden. Dies sagte sie am Montag im britischen Parlament. Also da sehen wir eigentlich, das ist also jetzt durch den Brexit, wo man vielleicht gesagt hat, oh, das ist ja ganz gut, da fängt es irgendwo an, dass es nicht besser wird, sondern... Im Gegenteil, England positioniert sich neu. Ja. England tritt aus der Rolle, aus dem Theaterstück Maske runter, heraus und zieht sich eine neue an. Und diese neue Maske, das wird ein ganz anderes England sein, was wir jetzt sehen werden. Das wird eine ganz neue Struktur, die jetzt langsam schon deutlich wird, repräsentieren. Und die USA werden auch eine veränderte Beziehung zu England gewinnen. Das wird sich dramatisch verändern. Hier wurde ja der Konflikt quasi mit Russland angedeutet, also dass man eine Konfrontation gibt. Auf der anderen Seite gibt es in der Ukraine Friedensmärsche. Riesige Friedensmärsche. Riesige. 10.000 ist wahrscheinlich eine
geschönte Zahl. Richtig. Da sind orthodoxe russische Geistliche, die beten für den Frieden. Sie marschieren vom Donbass sozusagen nach Kiew, also über hunderte von Kilometern, über Tage. Und immer mehr Menschen schließen sich an. Wollte ich gerade sagen, gehen durch verschiedene Ortschaften und viele Menschen schließen sich an und gehen mit. Und in Kiew hat man, glaube ich, wirklich Angst davor und versucht dann zu sagen, das ist eine große Gefahr, wenn ihr nach Kiew reinkommt. Das ist, das sollte eigentlich nicht, da seid das ihr in Gefahr. Also man, das passt den Leuten gar nicht natürlich. Das ist total schön, dass du das ansprichst. Also ich habe das im Hinterkopf gehabt, aber habe nicht die Meldung dazu und vielleicht wäre es untergegangen. Es ist eine wunderbare Meldung. Ja. Zum einen, weil sie so schön vielschichtig ist, weil wir nämlich da sehen können, wovor man wirklich Angst hat. Ja. Es ist also kein Problem, Menschen aus anderen Kulturen in ein Land zu lassen und sogar darauf zu verzichten, Kontrollen zu machen, obwohl es dort eine Vielzahl von Hinweisen gibt, dass da sehr gefährliche Strukturen geschaffen werden können. Und dann kommt eine andere Gruppierung, die unter der Überschrift des Friedens kommt, die man überhaupt nicht ins Land lassen möchte an anderen Stellen. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Es ist nicht möglich, eine solche Bewegung aufzuhalten, wenn die Männer und Weiber, die unterwegs sind, sich ihrer Rechte und ihres Selbstbewusst sind. Ja. Denn jeder Mensch hat auf der Welt ein Recht, sich frei zu bewegen. Und jedes Land muss diese Bewegungsfreiheit ermöglichen, und sei es nur mit einer Durchreise. Es ist nicht möglich, dass was man uns gerne verkauft, dass das rechtens sei, diese Bewegung aufzuhalten. Es ist nur rechtens unter den Umweg dessen, was wir Personenrecht nennen können, oder das der künstlichen lizenzierten Strukturen. Also wenn ich dorthin gehe und eben sage, ich möchte mich ausweisen durch mein Personalausweis und ich möchte gerne dort durchreisen, dann ist es diesem Land durchaus gestattet und sagen, okay, Personen aus diesem Land lassen wir jetzt nicht ins Land. Übrigens hat es gerade Donald Trump angesprochen, dass es ganz verschärfte Kontrollen für Deutsche geben soll, die in die USA einreisen. Das geht. Das ist durchaus möglich, weil es hier darum geht, auf einer ganz anderen fiktiven Ebene bestimmte Strukturen einzuhalten. Und die kann man ändern. Aber hier wird sich zeigen, ob diese Männer und Weiber sich ihrer echten Qualität bewusst sind. Und dann kann man sie nicht aufhalten. Nicht rechtens. Und selbst mit Willkür nicht, wenn ein bisschen mehr von Verständnis bereits vorhanden ist. Aus der Ukraine noch was anderes, was eben da auch, wo die Regierung in Kiew schockiert ist. Die ukrainische Ex-Kampfpilotin Nadja Savchenko, die nach monatelanger Haft in Russland im Mai als Volksheldin in ihre Heimat zurückgekehrt war, hat am Freitag überraschend dazu aufgerufen, die Familien der Toten im Donbass um Vergebung zu bitten. Die Kiewer Regierung reagiert schockiert. Also da ist in der Bevölkerung und bei den Soldaten offenbar ein großer Wunsch nach Frieden in diesem Land, das ja auch geputscht wurde, man muss es ja auch sagen. Genau. Das heißt, was jetzt in der Türkei versucht wurde. Haben wir übrigens hier auch thematisiert bei der Tagesanzeige. Genau. Aber die Menschen dort wollen eigentlich Frieden. Und es ist ja im Donbass ist ein hoher Blutzoll, zahlen die Menschen da. Und da bietet man nicht an, dass die Flüchtlinge aus dem Donbass, wenn die pro-russisch sind, dass die bei uns aufgenommen werden. Ist auch noch ein zweierlei Maß. Aber es passiert da viel, wo die Leute Angst haben in Kiew, dass eben die Menschen einfach Frieden wollen und nicht Krieg. Ja, der Frieden ist das, was nun auf gar keinen Fall kommen darf. Denn dann sind viele Dinge nicht mehr möglich, die im Moment nur auf Basis eines vorhandenen Krieges möglich sind. Und deswegen muss man ja auch mal den Frieden ausdrücken. Das wäre, wir können ja unseren Frieden von Mann zu Mann, der ja besteht, noch einmal ausdrücklich bestätigen. Aber der Frieden, der jetzt hier vermieden werden soll, der muss vermieden werden aus der Überlegung derer heraus, die eben diese Strukturen, die auf Kriegsrecht zum Teil basieren, und zum Beispiel die amerikanische Flagge, die Stars and Stripes, das ist die amerikanische Kriegsflagge. Ja. Und diese amerikanische Kriegsflagge ist Ausdruck dessen, was hier geschieht. Und man wundert sich, dass es so wenig Menschen sehen. Aber andererseits kann man, wenn man ein bisschen hinguckt, überall die Hinweise finden. Und der Frieden ist das, was am allerwenigsten gewollt ist. Dann sind die Spannungen nicht mehr so da, die man braucht. Ne?
Wir müssen, glaube ich, über das ganz große Thema, was ja auch noch war, eben in der Türkei, der versuchte Putsch. War es ein getürkter Putsch in der Türkei oder was ist da passiert? Ist das so etwas Ähnliches, was man in der Ukraine versucht hat, was man in Syrien versucht hat? Und ist es so, dass das nicht mehr so klappt wie früher, der Sehr Putschismus? schwierig. Also die Türkei ist wirklich für mich noch nicht endgültig betrachtet, weil es so schwierig ist, wirklich aus der Distanz heraus die Dinge in allen Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen. Es gibt viele Indizien, aber Indizien sind natürlich keine Beweise. Aber es gibt ein paar Merkwürdigkeiten. Es gibt auch Merkwürdigkeiten im Verhalten von Erdogan jetzt im Nachgang. Und vielleicht sollten wir damit einfach mal anfangen. Die Frage, die jeder, der sich mit solcherlei Abläufen beschäftigt, zuerst stellt, ist immer, wem nützt es? Und natürlich gibt es da eine schnelle Antwort, ja, dem türkischen Ministerpräsidenten selber, der jetzt in der Lage ist, Dinge durchzusetzen, radikale Veränderungen einfordert. Das Thema der Todesstrafe ist angesprochen. Es sind den Akademikern ist die Ausreise aus dem Land verweigert worden. Tausende Pässe, 10.000 Pässe wurden ungültig erklärt und so weiter. Genau, und da sind wir übrigens wieder bei der Ebene, also der Professor oder der Doktor. Und hier nochmal ganz kurz die Frage gestellt, Joe, der Name, das haben wir schon oft gesagt, der gehört dem Staat. Du weißt sicher, dass der Doktortitel zum Namen gehört. Also wem gehört der Doktortitel? Dem Staat. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Deswegen kann man dir den auch wieder aberkennen. Und deswegen kann auch der Staat eben bestimmen, was mit diesen Pfründen, mit diesen Werten geschieht. Aber der Mensch, der freie Mann, die freie Frau, die sind eigentlich nicht betroffen. Aber wir wissen das nicht und wir akzeptieren das und setzen das überhaupt nicht und stellen das nicht in Frage. Ich will es immer wieder sagen, um bei dem, der jetzt da langsam an diese Themen kommt, das mal anzuteasern. Jedenfalls hat er eine Menge Dinge durchgesetzt, die sonst wahrscheinlich schwerer durchzusetzen gewesen wären. Es sind knapp 3.000 Richter verhaftet worden in kürzester Zeit. Also das würde sehr leicht die Vermutung nähren, war sehr wenig professionell, dieser Putsch, der ist recht schnell Man niedergeschlagen muss ja als worden. erstes die Regierung erstmal Genau, könnte sein, vielleicht hat er es selber gemacht, stilllegen. Ne? hat vielleicht auch die Soldaten eine Falle laufen lassen. Haben viele Soldaten gesagt, sie wussten gar nicht, an was sie da Genau, teilnehmen, so ist es, war natürlich. eine Übung, haben sie Ja. gesagt. Also das ist die eine Frage, die man stellen könnte. Die andere ist, dass es wohl offenbar wirklich eine Flucht gegeben hat von Erdogan. Und diese Flucht, die ich noch nicht verifiziert habe, ich bin dadurch, dass ich unterwegs war, nicht in der Lage gewesen, mich ausreichend zu beschäftigen, die hört sich recht wahrscheinlich an. Und andere Stimmen sagen, er sei gewarnt worden, und zwar durch Russland, Ja, habe ich auch gehört, kurz bevor die CIA da etwas in Bewegung gesetzt hat. ja. Und dass solche Dinge bereits geschehen sind in der Vergangenheit. Und ich meine, die Türkei hat, ich weiß es nicht, vier oder fünf Putsche erlebt schon, Militärputsche, ist also ein alter Hut, könnte man sagen. Und jetzt schauen wir uns doch vielleicht mal an, bevor wir uns da festlegen, was passiert denn jetzt gerade? Und Erdogan, der hat sich merkwürdig verhalten. Der hat nämlich wirklich der Frau Merkel ein böses Kuckucksei ins Nest gelegt. Hast du das mitbekommen? Der hat in einem Interview gesagt, die Frau Merkel genau weiß, dass hier knapp 5.000 Terroristen sind. Denn er hat ihr eine Liste gegeben und sagen, die leben hier in Deutschland. Und die sind bekannt. Ja, und die werden hier völlig toleriert. Er sagt, da wird nichts gemacht. Er hat diese Meldung mehrfach weitergegeben. Und das ist eine Meldung, die natürlich undiplomatisch ist. Im ganz klaren Sinne. Das heißt, wenn jemand so etwas sagt, dann ist das kein freundschaftliches Riskiert Verhältnis er natürlich und die kein Verbindung. diplomatisches Verhältnis. Also das ist etwas, was zeigt, vielleicht ist er sauer. Könnte ja sein. Und auch die Reaktionen gegenüber den USA sind eigenartig und auch die USA reagieren inzwischen sehr eigenartig gegenüber der Türkei. Ich habe vor 2 Jahren bereits gesagt, die Türkei wird eine große Rolle spielen. Sie ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, denn sie ist die Heimat einer Gruppierung, die jetzt in diesem Spiel eine große Rolle spielt, und das sind die Moslems. Die werden für eine ganz bestimmte Rolle gebraucht in dem Theaterstück. Und Dann damit ist ja meine der ich die Luftwaffe. Moslems als Ja. Begriff. Und Okay. das sehen wir auch, wenn wir einen Staat vorfinden wie Islamischer Staat, da wird etwas in eine Schublade hineingetan, nämlich Islam, alles was mit Islam zu tun hat, völlig undifferenziert. Und man möchte gerne die Köpfe bekommen, Islam gleich Terror. Und natürlich macht man das am besten, indem man sagt, nein, nein, das sagen wir auf keinen Fall. Also Islam ist gar keinesfalls Terror.
Ja, das ist auch alte Rhetorik aus dem alten Rom. Ja? Brutus ist ein ehrlicher Mann. Das ist also eine bekannte Rede. Das weiß jeder. Und das weiß jeder. Und ich möchte nichts sagen, denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Ja. Und genau das passiert und läuft hier ab. Und deswegen muss die Türkei eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle sie dort spielt, ich glaube, dass Erdogan im Moment klar wird, dass seine Rolle eine andere jetzt ist. Und das passt perfekt zu dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Erdogan weiß nicht, welche Rolle er in Wirklichkeit spielt. Er spielt eine, die man ihn spielen lässt, so lange, bis man diese Rolle nicht mehr will. Und dann drückt man auf den Knopf und dann muss er die Rolle spielen, ob er will oder nicht. Der Luftwaffenstützpunkt Incirlik ist ja sehr interessant. Da durften ja teilweise unsere Politiker nicht hin, was ja schon komisch ist. Ich habe gehört, dass über diesen Stützpunkt dann auch die CIA ihre Drogentransporte abwickelt. Ja. Kann das sein, dass Erdogan da nicht mehr so ganz mit einverstanden ist, dass er sich mehr auf die russische Seite gewendet hat, dass dann der Putsch ausgelöst wurde? Das kann man jetzt spekulieren. Aber sieht sehr so aus. Ja. Es gibt ja auch eine sehr starke Verbesserung der Beziehung zwischen Russland und Israel. Also wir müssen aber wegkommen von der Vorstellung, dass es da eine Macht USA gibt und eine Macht Russland, die gegeneinander kämpfen. Ja. Sondern es muss uns klar sein, es gibt übergeordnete Strukturen. Und das, was wir hier vorfinden, ist die Struktur eines Konzerns. Und dieser Konzern hat verschiedene Firmen und Niederlassungen. Niederlassungen. Und in diesem Konzern, oder ich habe früher mal gesagt Kartell, gibt es natürlich auch Befindlichkeiten und Machtkämpfe. Ja, alles wunderbar. Aber in Wahrheit ist das schon so, dass man ein großes Ziel im Auge hat. Und da hat jede Figur auf dem richtigen Feld zu stehen. Da passt vielleicht das zu israelischer Geheimdienstchef. Wir wollen nicht, dass ISIS in Syrien besiegt wird. In einem Vortrag bei der Konferenz in Herzliya vertrat der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Generalmajor Herzi Halevi, Israels seit langem bestehende Position, dass es ISIS in vielfacher Beziehung gegenüber der syrischen Regierung bevorzugt, und erklärte offen, dass Israel nicht will, dass ISIS in dem Krieg besiegt wird. Das sind sehr deutliche Worte jetzt, ja. Weil bisher hat man ja immer so getan, als gäbe es eine Art von Bürgeraufstand gegen die Verhältnisse in Syrien. Das sei eine Art Bürgerkrieg und die ISIS wären also gar nicht so präsent. Mhm. Und jetzt inzwischen, und ich meine, mehr als darüber zu sprechen, dass das wirklich eine gewollte Figur in dem Spiel ist. Und diese Figur hat man sich geschaffen, genauso wie alles andere. Ich meine, seit 1948 investiert die USA in die radikalen Islamschulen in Saudi-Arabien. Das, was dort an Radikalität gepredigt wird, wird von den USA finanziert, zu 100%. Und das ist jetzt keine Verschwörung, sondern das kann jeder, der auch nur ein bisschen genauer hinguckt, herausfinden. Und dann merkt man, dass man natürlich beides braucht. Ich meine, das ist jetzt nicht verwunderlich. Wir haben darüber schon so oft gesprochen. Die christliche Kirche braucht ihren Teufel. Sonst gibt es niemanden, mit dem man den Kindern Angst machen kann. Ja? Okay. Also was passiert denn, wenn ich nicht zum lieben Gott gehe? Ja, dann kommst du zum Teufel. Also du brauchst immer diese Gegenbewegung. Und beim Krieg muss es einen Gegner geben. Und dieser Gegner, der wird geschaffen. Und nichts anderes ist das. Wir sollen in einen Krieg gezogen werden. Ja. Und da es keinen Krieg geben würde, weil die Menschen in der Mehrzahl friedlich sind, müssen wir uns den Gegner schaffen. Und unter den Beifallsbekundungen von den Menschen, die das nicht glauben können, kann man diesen Gegner zum Teil ganz öffentlich überall platzieren. Und er geht unter in einer Menge von Menschen, die furchtbar missbraucht werden, aller Farben und aller Varianten. Das ist die Struktur. Und da geht es darum, wirklich das Kollateral zu bekämpfen. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Und das ist wer ein bisschen das durchdenkt. Ich habe viele Hinweise gegeben, da kommt dann auch weitere Ideen. Ja. Es geht ja auch darum, dass die Zuschauer selber gefordert sind hier. Sie kriegen nicht alles vorgekaut, sondern sollen ja selber auch anfangen, sich Gedanken zu machen. So ist ihre es. Eigenen Gedanken. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich hier, lieber Joe, noch was gefunden. Okay. Das du ist hast noch wichtig. So viele Meldungen. Ja, nein, keine Sorge. Das hier ist die Türkei. Das habe ich jetzt hier. Türken feiern Ankündigung der Todesstrafe. So schrieb die Bild-Zeitung. Und sagen da, nach dem gescheiterten Putschversuch wächst in der Türkei trotz internationaler Proteste die Zustimmung zur möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe. Und tausende Anhänger jubeln den türkischen Präsidenten zu. Also hier wird auch eine Stimmung aufgeheizt. Und in dieser aufgeheizten Stimmung, da tritt wirklich der Verstand auch zurück. Und das ist das, was wichtig ist. Und hier vielleicht noch abschließend zur Türkei, um dann die Meldung wegzutun.
Terrorexperte, Doppelpunkt, also hier spricht wieder einer, der es wissen muss, besser als wir jedenfalls. Es gibt für die USA keine Alternative zu Erdogan. Also hier heißt es mit anderen Worten, das bleibt jetzt so. Die USA haben auch klar gesagt, das ist der Richtige für uns. Und wer hier weiterliest, der merkt, wie krank alleine schon diese ganzen Erklärungen sind und wie großkotzig man meint, sich nicht nur einmischen zu müssen in die Belange eines anderen Landes, sondern eben auch, wie man die Weltpolitik bestimmen kann. An anderen Ländern macht man es ja. Dass Assad nicht gewollt wird, das wird ja ganz deutlich hier gesagt. Ne? Also da ist ein Putsch auch völlig okay. Und man, interessant war ja, dass man erst nicht wusste, ist der Putsch erfolgreich. Und die Medien bei uns, die haben quasi erst nicht gesagt, dass das ganz schlimm wäre, sondern so als... Haben sich die Tür offen gelassen. Die haben sich die Tür offen gelassen. Das könnte ja sein, dass es noch besser wird. Ja. Also das zeigt sich, die Verlogenheit auch der Medien und die Interessen, die dahinter stehen. Ja. Aber es ist schwer zu durchschauen für uns natürlich. Aber einfach beobachten und sagen, okay, da laufen eben Spiele. Laufen die denn nach Plan oder passiert da auch mal was, was vielleicht anders läuft, als sie sich das gedacht haben? Also mein Bild... Ich möchte mich da ein bisschen um die Antwort drücken, so scheint es, aber in Wahrheit ist es, glaube ich, eine gute Antwort. Jeder, der hier etwas tut, macht genau das, was er tun muss. Also auch diejenigen, die jetzt versuchen, wirklich in Radikalität die Welt in ein Chaos zu bringen, werden für die Ordnung sorgen, die nur entstehen kann, wenn eben dieser Aufwachprozess da ist. Also mit anderen Worten, ohne die Reibung durch eine Frau Merkel würden die Menschen, die noch in der Kinderwelt zu Hause sind, nicht so stark herausgefordert, ohne die Reibung von diesen ganzen Dingen. Ja. Also von daher trägt jeder immer das bei, was gebraucht wird. In der Betrachtung aber der Manipulationen und der ganzen Verschwörungen, da lässt sich sicherlich sagen, dass die Zeit davon zu laufen scheint. Also es wird hier sehr eilig und mir scheint vieles übereilt, weil man wirklich merkt, das, was an Verständnis wächst, das, was an Bewusstwerdung stattfindet, wächst in einem so großen, erstaunlichen Maß mit, dass man den Terror, den man dagegen setzen will, fast nicht mehr zeitgleich initiiert bekommt und auf die Bühne bringt. Und da also ist man ja schon unter Volldampf mehr. Unter Volldampf. Ja. Es wird sicher noch Dramatischeres kommen, aber trotz alledem... Für die auch Folgen. Aber es wird hinterfragt. Auch, schau mal, wenn früher Anschläge waren, hat es Tage gedauert, Wochen gedauert, bis auch Stimmen... Genau, das hat lange gedauert. Ja. Und heute kommt es sehr, sehr schnell. Ja. Und auch der Reflex zu sagen, ist es wieder mal eine False Flag Attack, der kommt schon beinahe automatisch, auch bei denen an, die bisher das eher für unwahrscheinlich hielten. Sie denken drüber nach. Also, ja, also der Bewusstwerdungsprozess wird natürlich auch durch jeden Anschlag ein Stück weit in Gang dann gesetzt, wenn nicht die Angst uns übermannt und wir wieder zu sehr wie das Kaninchen vor der Schlange fixiert werden. Aber die Angst nutzt sich auch ab. Das heißt, je mehr man dieses Spiel spielt, desto mehr irgendwann, ich habe keine Angst mehr. Das ist ja auch oft so gewesen, dass die Leute, was weiß ich, am Flughafen ist Anschlag und man fragt die Leute, ja, ich werde trotzdem weiterfliegen. Es kann ja überall passieren. Also ob ich jetzt hier fliege, wo jetzt gerade ein Anschlag war oder woanders ist, wir werden weiter leben. So, du hast noch einige Meldungen, die kann ich ein bisschen zusammenfassen. Ja, okay. Aus der Welt: Terror, Amok, Asylmissbrauch, wie schützen? Bundeswehr im Inneren, Killerspiele verbieten, Flüchtige identifizieren. Nach der jüngsten Welle der Gewalt in Deutschland werden Forderungen laut. Doch sind sie überhaupt realitätstauglich? Und werde nicht müde zu sagen, immer kriegt ihr Erklärungen. Immer gibt es Erklärungen. So und so muss man sehen. Was sagt der Herr Seehofer? Was sagt der Herr so und so? Was sagt die Verteidigungsministerin? So musst du es sehen. Natürlich sagt man dir nicht, du kannst es nur so sehen, sondern man zeigt dir ein Spektrum. Ja. In diesem Spektrum, das ist vernünftig, das ist realitätsnah. Aber das ist außerhalb. Du darfst nicht den Zusammenhang sehen, das ist immer das gleiche Strickmuster. Nein. Und was vielleicht für mich noch wichtig ist, sind ja immer schon mal irgendwie Täter dabei und jetzt zu sagen, die spielen da mit, weil sie es machen müssen. Man sollte vielleicht noch mal dahin sehen, dass mir auffällt, dass die immer vorher in psychiatrischer Behandlung waren. Du kannst von Breivik bis dem jetzt in München. Und ich habe das in meinen Büchern schon vor 15 Jahren, eine ganze Liste von Terror- oder Amokläufern, die alle in psychiatrischer Behandlung waren. Und ich möchte vielleicht den Hinweis machen,
dass Psychopharmaka eben den Effekt haben, dass man im Grunde von seinem Wesenskern, der normalerweise nicht in der Lage ist, jemand anderen so einfach zu töten, vielleicht so weit getrennt ist, dass es dann möglich ist, so jemanden auch zu steuern und zu benutzen. Obwohl die Frage, ob der jetzt alleine da eine Glock, also eine Waffe aus dem Darknet bezogen hat, der David, wie heißt der, das ist auch eine Geschichte, die ist völliger auch unglaubwürdig. Und es gibt ja da auf dem Parkdach wohl einen Dialog, wo er gesagt hat, ich habe niemanden umgebracht. Also das ist wahrscheinlich alles anders, als man es uns sagt, aber man versucht uns das zu verkaufen. Jeder einzelne Aspekt, den du hier nennst, könnte angeguckt werden. Also, ja. Und weil du hast es jetzt mit der Glock angesprochen. Es wird ja behauptet, es sei eine Dekorationswaffe gewesen, die umgebaut worden ist. Das geht so das nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Ja. Also der Aufwand ist so viel größer und de facto eigentlich mit der ganz kleinen Einschränkung auch nicht möglich. Ja, ein Schuss ja, vielleicht, aber nicht als automatische Waffe. Ne? Selbst das eigentlich nicht, weil eben auch inzwischen Seitenbohrungen in den Innenläufen sind. Es sind so viele Dinge, aber, und das möchte ich einfach nur erwähnen, diese Geschichte wird auch schon wie die sprichwörtliche Sau immer wieder durchs Dorf getrieben. Ja. Warum? Weil eben auch eine Glaubensstruktur geschützt wird, denn es ist natürlich nicht möglich, eine scharfe Waffe sonst zu besorgen, sondern man muss auf die Wege eingehen, die dem Normalbürger präsentiert werden, dass es eine unglaubliche Menge an illegalen Waffen gibt. Ja, klar. Das ist etwas, das auch gar nicht in seiner Wahrnehmung vorangetrieben werden soll. Aber das ist eine unglaubliche Menge. Und ich habe hier, lass uns das vorziehen, hier vielleicht ganz kurz zu zeigen, mitten in Deutschland, SEK findet großes IS-Waffenlager in mehreren Orten. Die Presse schweigt. Das ist jetzt hier eine Meldung von querdenken.tv. Ja. Und da heißt es, der angeblich deutsch-iranische Einzeltäter ist der Erste, der für sein Attentat eine Schusswaffe benutzt, eine Glock 17. Eine Pistole handlich und leicht zu bedienen, in Österreich hergestellt, wird auch als Polizeipistole eingesetzt und so weiter. Angeblich hat er sie aus dem Darknet geholt. Und dann heißt es hier, es handle sich um eine reaktivierte Theaterpistole. Das war Quatsch. Und das ist ein völliger Schwachsinn. Hier heißt es, man könne eine solche Pistole rückumbauen, aber man könne nur sie als Einzel. Selbst das ist nicht möglich. Ja. Das ist noch einmal verschärft worden, diese Umbauvorschriften, seit, ich meine, letzten Jahr im Juli, ich bin mir nicht sicher, sind Dekorationswaffen auch nicht mehr verkauft aber worden. Aber sag mal, dein Name allein für einen Iraner, David, ist das ein typischer iranischer Name? Ganz sicherlich nicht, wenn du auf die persischen Wurzeln zurückgehst. Heute gibt es ja keine typischen Namen mehr. Und gut, ja, ich muss mir ein bisschen nicht auf die Zunge beißen. Ja. Ich habe hier gerade noch weiter aber vorzulesen, dass es eben ein riesiger Waffenfund war mit automatischen Waffen, Kriegswaffen. Und dass es viele solcher Funde gibt und dass diese Waffenlager angelegt worden sind in Deutschland. Der Henning Bitte hat ja ein Interview mit einem Insider, der, glaube ich, auf einem Containerhafen oder sowas irgendwie gearbeitet hat und immer wieder gesagt hat, es gibt eben solche Funde und sie sind dann angewiesen, wegzusehen und so weiter. Also zeig das Bild doch vielleicht mal. Es gibt viele Waffen in Deutschland, die, wer weiß, wofür noch gebraucht werden. Es ist eben gewollt, Bürgerkrieg, aber wir sollten uns eben nicht auf diese Ebene einlassen. Bei NTV habe ich noch was mitgebracht, was Amokläufe von Terror unterscheidet. Ja, hier hören wir schon raus, also hier gibt uns NTV auch die Antwort auf diese Frage natürlich. Und dann wird eben erklärt, was ist ein Terroranschlag und was ist nur ein Amoklauf und was ist vielleicht eine Beziehungstat. Und wenn sich das nachher herausstellt, dass das alles überhaupt nicht stimmt, dann macht das nichts. Jedenfalls eines erreicht man, das ist die Verwirrung. Ja. Und der Verstand, der eigentliche menschliche Verstand, den wir alle haben, der gesunde Hausverstand, der wird durch diese Irritation so weit abgefedert, dass wir entweder uns zurückziehen oder den anderen das Feld überlassen. Und wir müssen einfach merken, diejenigen, die die Worte definieren, die Bedeutung definieren, was ist Rassismus? Was ist Terrorismus? Was ist ein Amoklauf? Was ist gendergerecht? Ja. Was ist dies? Was ist das? Diese Leute bestimmen über dein Leben mit ihren Definitionen. Und auch derjenige, der sagt, das interessiert mich nicht, erlebt sich in einer Gesellschaft, die das sehr wohl interessiert. Denn es ist in Wahrheit natürlich nur die Rechtfertigung für das, was geschieht. Es ist nicht so, dass es daraus entsteht, sondern es ist die Rechtfertigung, mit der wir verdummt werden, mit der man uns Nebel vor die Augen bläst.
oder so. Ja. Ja. Also das hier, brauchen wir nicht einzugehen, ist lächerlich wie so vieles. Ja, ich denke, wir können ein paar Meldungen vielleicht auch mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Ach, magst du? Weil, ich habe also ja, sonst... Ja, das ist so kleine. Hollands Friseur bekommt 9.800 Euro im Monat, das bezahlt der Steuerzahler, damit er ihm die Haare schön... Es sieht ja auch hübsch aus. Ja, Überfall auf Julian Kinzel nur vorgetäuscht. Also es ist ein Linker, der behauptet, er war Opfer eines Rechtsextremen. Da wird jetzt ermittelt gegen ihn, dass das eine Falschbehauptung ist. Ich habe ein sehr schönes Bild, wurde mir zugeschickt von Herrn Schäuble im Rollstuhl und der Schatten an der Wand, oder das ist vielleicht ein Bild, ein Roll-up oder wie das da heißt, das passt doch sehr schön. Da steht irgendjemand hinter ihm. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Weltgrößte Klonfabrik wird in China gebaut, in Tianjin. Soll ab nächstes Jahr Hunde als Haustiere und zum Einsatz bei der Polizei ebenso wie Rennpferde und Rinder geklont werden können. Erschreckend. Ja, möchtest du? Ja, gerne. Also ich bin noch ein bisschen in der Stringenz unserer Willkommenskultur, die hier in dem Zusammenhang mit dem Terrorismus ja jetzt auch hinterfragt wird. Und jetzt kommt hier eine Meldung, die ist wieder aufschlussreich, die ist übrigens von heute. Kritik an Willkommenskultur, so schreibt NTV, Europas Rechtspopulisten attackieren Merkel. Nach München, Ansbach und Würzburg machen die europäischen Rechtspopulisten Stimmung gegen Merkels Flüchtlingspolitik. Obwohl nicht alle Taten einen terroristischen Hintergrund hatten, geschweige denn von Flüchtlingen verübt wurden. Also hier wird wieder etwas sofort instrumentalisiert. Also das, was man den anderen vorwirft, dass sie es instrumentalisieren, das macht man selber in einer unerträglichen Vehemenz. Ja. Und ich habe diese Meldung zweimal mitgebracht. Das ist hier von NTV. Braucht, kannst du eigentlich nur zeigen, Europas, wenn du magst. Rechtspopulisten. Ja, Rechtspopulisten ist natürlich der Begriff immer für alle, die. Und dann siehst du diese gleiche, sehen, ja? Diese gleiche Meldung dann nochmal mit einem alten Merkel-Bild beim Fokus. Und so ist sie überall zu sehen. Also solche Meldungen werden dann ausgeschüttet über uns. Also jeder, der jetzt Kritik übt, gerät in die Gefahr, in diese Ecke hineinzugeraten. Und vor allen Dingen ist es der Aufruf, sich zu solidarisieren mit der armen Kanzlerin. So hieß nämlich auch irgendwo, die Kanzlerin wird jetzt einfach dort angegangen. Sie ist gut, sie hat es gut gemeint. Ja. Und ja, Joe, wir wissen so häufig, wenn mir jemand sagt, ich habe es nur gut gemeint, dann weiß ich schon, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Ja. Und gut gemeint ist das Gegenteil. Ja. Von gut. So ist es. Aber Merkel erwähnt auch etwas ganz Interessantes heute, nein gestern. Merkel erwägt Nationalgarde für innere Sicherheit. Hast du das schon gehört? Nein. Die Bundesregierung prüft die Errichtung einer neuen militärischen Einheit zum Schutz der inneren Sicherheit. Eine neue Nationalgarde könnte der Regierung für rasche Einsätze zur Verfügung stehen. Das ist eine sehr wichtige Meldung, denn die Nationalgarde, die kennen wir aus den USA. Ja. Da gibt es die Nationalgarde in Katastrophenfällen und das sind Reservisten. Die werden dann eingesetzt, die werden zu den Waffen aufgerufen und wenn beispielsweise irgendeine große Katastrophe kommt, dann kommt die Nationalgarde und das ist eine militärisch organisierte Gruppe. Und hier möchte ich noch mal darauf hinweisen, eine Nationalgarde hat nichts mit dem Verständnis von Nationen zu tun, wie wir das haben. Mhm. Es hat schon gar nichts mit Deutschen zu tun, sondern es ist eine Garde der Interessensgemeinschaft, die sich Nation nennt. Okay. Wenn also Obama sagt, wir sind die größte Nation, dann meint er unter anderem damit auch die UN. Denn das sind die Vereinten Nationen unter der Schirmherrschaft der USA. Und Nation hat kein Territorium per se. Sie kann, aber sie muss nicht. Eine Nation ist ein Zusammenschluss ohne territorialen Anspruch. Das ist ganz wichtig. Also derjenige, der glaubt, man besinne sich auf nationale Dinge und es wäre so eine Art Kontrollinstanz dafür, dass nicht hier die Dinge allzu stark über die Stränge schlagen. Nein, es gilt, eine Garde zu schaffen, die der gemeinsamen Interessensgruppe Nation, was hier das auch immer sein mag, das wissen wir nicht. Ist es die europäische Nation oder ist es die UN oder was ist die Nation? Jedenfalls wird das hier nicht gesagt. Also es müssen nicht unsere Interessen sein, die da geschützt werden. Im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil. Also eine große Gefahr siehst du also in der Nationalgarde. Also ganz wichtig, dass wir das begreifen, was das hier haben soll. Und hier heißt es weiter, welche Aufgaben genau diese Truppe haben will, soll es unklar, ebenso wie sie rekrutiert und finanziert werden soll. Und weiter heißt es eben hier auch, dass diese Garde dann eben für innere Sicherheit eingesetzt werden soll. Und wir müssen wissen,
dass im Grunde genommen die innere Sicherheit nicht einfach nur bei der Polizei liegt, sondern die innere Sicherheit in alten Zeiten lag für die öffentliche Ordnung bei der Polizei, für den Schutz des Privaten beim Militär. Mhm. Also auch dazu haben wir eine ganz andere Vorstellung, ja, als das, was tatsächlich überprüfbar vorhanden war. Du erinnerst dich vielleicht im Kaiserreich, nicht weil du da gelebt hast, aber ja, wenn du die älteren Bilder siehst davon, dass dort das Militär noch sehr präsent war, ja, in der Stadt, ja, und auch Schutzfunktionen hatte. Ja. Ja. Und auch, da hat man sich dann auch ganz sicher gefühlt. Und auch natürlich, oder? Die Sicherheit eben auch der in dem Land lebenden Menschen, ja, verschrieben hat. Wir erleben das heute anders und dieses gestörte Verhältnis, das wird sehr stark genutzt, um eben die Strukturen jetzt so aufzubauen, wie man es haben will. Und dass wir da uns vielleicht auch eines falschen Bildes bedienen, das ist nicht selten der Fall. Das als Meldung. Können wir das weg? Ich sehe, du hast einen Brief. Ja, einen Brief habe ich bekommen, ganz wunderbar. Ich bekomme häufig Briefe und hier hat mir eine Bettina geschrieben aus dem Süden. Und die hat geschrieben, lieber Alexander, und ich fände es toll, wenn du diesen Artikel vielleicht unter die Menschen bringen kannst, den ich hier mitgebracht habe. Und da geht es um einen Direktor des Weltwirtschaftsinstituts. Und ich habe das dann gelesen und habe gedacht, ja, das bringe ich mit. Und habe das jetzt also hier von ihr vorbereitet in Form von einem solchen Ausdruck. Und da heißt die Überschrift, der Untergang ist abgesagt. Und dann heißt es weiter, Deutschland vergreist und schafft sich ab. Solchen Pessimismus begegnet Thomas Straubhaar mit Zuversicht. Der Volkswirt meint, mit Zuwanderung und lebenslanger Bildung stehen uns die besten Jahre noch bevor. Und hier wird eben auch von diesem Professor Dr. Thomas Straubhaar ein Modell skizziert. Und da heißt es, das Gespenst geht um in Deutschland, ist das Gespenst einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft. Zuerst sorgt es dafür, dass die Schlauen aussterben, später dann führt es dazu, dass sich Deutschland abschafft. Am Ende drohe der Untergang. Ersetzt man die demografischen Mythen aber durch nüchterne Analysen, zeigt sich jedoch, dass Deutschland und seine Bevölkerung die besten Jahre nicht hinter, sondern vor sich haben. Hier haben wir wieder die wunderbare Zusammenfassung und hier kann man in die Details gerne noch hineinschauen, in der man uns wiederum die Welt erklärt, wieder nach dem gleichen Konzept, wieder nicht die Mythen, nicht deine Emotionen, nicht deine Ängste, nicht deine Unwissenheit sind das Problem, sondern wir lösen per rationalen Verstand. Und sei beruhigt, ist alles gut. Alles wird geregelt. Ja. Und dann werden Mythen in die Welt gesetzt, die keinerlei substanzielle Qualität mehr haben. Und lass mich einen Satz noch sagen, Joe, der ist, ich habe ihn schon angedeutet vorhin, in der Wahrheit musst du immer auf die Substanz zurückkommen. Und diese Substanz ist das, was ist. Und das ist das, was geschieht. Und das, was sich der Professor hier ausdenkt und in die Zukunft hineinmalt, aufgrund seiner eigenen ideologischen Modelle, die er über Jahrzehnte in sich angesammelt hat, aufgestaut hat, ein riesiger Topf ist, der übervoll ist mit Kot und mit Erbrochenen und mit absurden Ideen. Ja, da wird nichts anderes herauskommen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Leere mal deinen Kübel Mist aus und betrachte schlicht und einfach, was ist. Und dann würdest du merken, dass all das nichts anderes ist als Mindfuck. Und da werden wir sehr stark drin gehalten, in dieser, ja, Mindfuck-Struktur. Ja, aber dass wir da rauskommen, ist eben, dass wir die Wahrheit höher stellen. Zur Substanz, zurück zur Substanz. Und wir haben ja in uns eigentlich auch die Verbindung. Wir spüren, ja, wo wir belogen werden, wenn wir das zulassen. Ne? Also für mich ist die Wahrheit eben, sie sollte über allem stehen. Und gerade die Medien hätten für mich, also als Kind hatte ich die naive Vorstellung, dass sie die Aufgabe hätten, wahrheitlich zu berichten. Wird ja auch erzählt. So wird es uns so dargestellt. Ja. Ich erinnere mich noch als Kind, dass dann so ein Lautsprecherwagen durch die Stadt fuhr. Und ich war tief beeindruckt, weil ich dachte, das muss ja sehr wichtig sein, wenn die mit so einem Lautsprecherwagen. Ja. Und dann hörte ich, fragte ich die Eltern, ja, das ist von irgendeiner Partei, SPD oder CDU, weiß ich nicht mehr. Also, und man konnte auch nichts verstehen bei dem Geplärre. Also ich bekam den Eindruck, ja, es ist eigentlich egal. Also was am lautesten geplärrt wird, muss nicht die größte Wahrheit sein. Die Wahrheit ist manchmal sehr leise und sie ist in uns. Und wir sollten auch diese leise Stimme vielleicht öfter hören. Und wenn wir diese Meldung hören, dann auch ruhig mal sagen, Mensch, das ist gequirlte Scheiße. Und sie wird nicht wahr, dadurch, dass sie, dass sie in einer intellektuellen Verpackung daherkommt. Ja, genau. Und vielleicht, das ist auch überhaupt wunderbar, sollten wir auch noch mal sagen, wir müssen immer uns gewahr sein, dass es eine Wahrheit wirklich gibt. Ja. Also viele Menschen bekommen ja die Vorstellung vermittelt, es gibt nicht eine Wahrheit. Hm. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit.
wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen der Wahrheit. Aber die Wahrheit ist, was sie ist. Ja. Und so können Menschen über die Wahrheit sprechen, die sie geschaut haben, in Mysterienkulten. Und beide wissen einander, was der andere meint, auch wenn er vielleicht andere Bilder zitiert. Aber eine Wahrheit ist immer eine Wahrheit. Und wenn die Wahrheit auftaucht, dann schrumpft die Lüge zusammen. Ja. Und deswegen muss die Lüge immer wiederholt werden. Ja. Und wir müssen verstehen, dass das, was uns hier vermittelt wird, eine Art der Sicht ist, eine Form der Wahrnehmung, aber nichts und nicht das Allergeringste etwas mit Wahrheit zu tun hat. Und wenn wir das begreifen, dann können wir die Wahrnehmung, als Angebot zur Seite stellen, ja, und dann sehen, wo finden wir aber die Wahrheit. Und die finden wir immer in dem Substanziellen. Und da merken wir die Wahrheit. Geh mal in ein Flüchtlingheim, guck dich um, da findest du die Wahrheit. Schau dir um, wie die Dinge aussehen. Wenn du da reingucken darfst. Ja, wenn du da reingucken darfst. An manchen Stellen ist die Wahrheit gut verschlossen. Und immer mehr Menschen begegnen der Wahrheit und straucheln über diese Konfrontation zwischen Wahrheit und Wahrnehmung. Und deswegen muss sich jeder entscheiden. Möchte ich meine Wahrnehmung mit energetischem Aufwand weiter schützen oder stelle ich die Frage nach der Wahrheit? Und wenn ich das tue, dann bleibt am Ende in der Wahrheit auch gleichzeitig der wunderbare Weg zur Befreiung übrig, indem die Wahrheit dich tatsächlich frei macht, auf eine ganz andere Art, als du es vielleicht anfänglich vermutest. Du zur hast Wahrheit. Ein paar, ja, wunderbar. Zur Wahrheit habe ich was, aber was? Indirekt. Und zwar gab es eine gewaltsame Demo in Berlin, das hast du bestimmt mitbekommen, mit über 120 schwerst verletzten Polizisten, ja, bei der Räumung, ja, in der Riegerstraße, ja, eines von den linken Gruppierungen besetzten Hauses. Ja. Und wir haben schon so häufig darüber gesprochen, dass die Regierung in allen Regionen der Welt politische Kampfverbände einsetzt. Also Gruppierungen, die am linken oder auch am rechten Rand der gesellschaftlichen Strukturen sozusagen die Grenze bilden, über die du nicht hinweggehen darfst und die auch als Schutzwall dienen, wenn bestimmte Gruppierungen diese Grenzen in Frage stellen. Also mit anderen Worten, man kann die Linken schicken, hm, oder die Rechten. Hm. Oder sie auch gegeneinander, oder sie gegeneinander aufhetzen. Ja. Und viele, viele, die in diesen Gruppierungen sind, tun das in bester Absicht und werden einfach aufgefangen in einem Honigtöpfchen. Und das ist nicht schwierig. Es ist jede Werbung, die also auf diese Art und Weise funktioniert, indem einfach eine Anzeige geschaltet wird mit einem Bildlein und das bringt dich dazu, ach, da klicke ich mal und guck mal. Und auf einmal hörst du das, was du richtig findest und dann fängt man dich auf und dann kommt man in diese Gruppierung. Das, was so auffällig ist hier, dass wir so eine starke Ausprägung in der sogenannten linken Szene haben, mhm, weil einfach die Furcht vor der Besinnung auf Werte, die man der rechten Szene zugeordnet hat, mhm, so groß ist. Ja. Also mit anderen Worten, es gibt bestimmte Strukturen, man könnte auch von Werten sprechen. Und wenn man jetzt Dinge anspricht, man tut das jetzt ausdrücklich und bewusst, wie Vaterland oder Ehre, mhm, dann ist das etwas, oh, das ist aber riecht komisch. Und das erreicht man, indem man einfach die Dinge eben mit einer entsprechenden Farbe beschmutzt, ja, und dann auch nicht mehr salonfähig ist, sich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig gibt es Schutzverbände, die aufpassen, dass da gar keiner erstmal vielleicht doch ein Stückchen hinguckt. Also du hast hier eine Meldung, wo sehr viele Polizisten verletzt sind durch Linke. 100, aber 120, wenn ich die Tagesthemen oder Tagesschau oder Nachrichten gucke, dann wird immer darauf gedrängt zu sagen, wie schlimm doch die Rechtsextremen sind, wie gefährlich und dass man die bekämpfen muss. Ja. Und sowas wird dann ganz klein gesagt. Hier, es ja noch, hier geht es viel besser noch, ja, weiter. Also hier gab es eben wirklich schwere Verletzungen. Also 123, ja, Polizisten war, glaube ich, die, ja, Zahl, die teils schwerst verletzt waren. Also, ja, es gab seit 5 Jahren in Deutschland nicht so eine schwere Auseinandersetzung. Ja. Und interessanterweise hat die Welt und viele andere Presseorgane haben gesagt, jetzt darf man mal bitte nicht auf die schwachen Linken losgehen. Auch die Armen, ja. Und hat sich sofort mit dieser Gruppierung solidarisiert. Wenn wir uns vorstellen würden, eine rechte Gruppierung, egal, ja, ob die nun von wo die gespeist, ja, wird, ja, und wie ihre Strukturen sind, hätte sich der Gestalt gewehrt mit 120, dann hätten wir mit Sicherheit schon den Einsatz von viel stärkeren Kräften beobachten können. Ja. Haben wir hier nicht. Im Gegenteil, man hat nachher wieder die Rückkehr der Linken in ihr Haus genehmigt und hat alles zurückgenommen und hat sich entschuldigt, mehr oder weniger, für das, was man gemacht hat. Also hier sehen wir zweierlei Maß und jeder, der nicht völlig vertrottelt, nicht völlig verdreht ist, kann sehen, aha,
Wenn das der Gestalt so stark geschützt wird, dann dient diese Gruppierung der Interessen des Systems. Das System schützt sie, weil es den Interessen des Systems dient, nicht weil sie das System bekämpfen. So dumm kann man nur dann sein, wenn man mehrfach auf den Kopf gestellt worden ist und schon gar nicht mehr auf die Füße fallen kann. Das hier ist wirklich überdeutlich. Das System schützt diejenigen, die das System schützen und bekämpft die, die dem System gefährlich werden und nichts anderes. Und so einfach ist das. Und dann kann man diesen ganzen Müll und diese ganze Mindfuck-Gülle im Grunde hinter sich lassen. Sehr einfach. Das System schützt die, die es schützen und bekämpft die, für die es gefährlich sind. Das ist nichts anderes. Ganz einfach. Wir müssen irgendwie jetzt das Ganze irgendwie abrunden. Das können wir sofort machen. Onkel Gutja ist wieder hier. Ja. Richard, der rasende Reporter, du hast vieles angesprochen. Wer mag, der Kopfverlag hat am 25.07. Und zwar durch Gerhard Wischnewski, der ja wunderbare Artikel auch schreibt, darüber berichtet. Münchenanschlag, das unverschämte Reporterglück des Richard G. Das ist also das, was du vorhin schon angesprochen hast. Das ist meine Meldung. Ich lege sie jetzt zur Seite. Jeder kann also jederzeit da nachgucken. Und du siehst, guck mal, es ist nicht mehr viel. Das ist ein esoterisch-spiritueller Hinweis. Und das sind noch so ein paar Dinge, die schräg sind. Ganz kurz, ja. Bist du entspannt? Ja. Schön. Also hier haben wir einen Fall von einem Chirurgen. Und zwar ist das die Praxis von Dr. Med Attila Tan, beziehungsweise Dr. Med Attila Tan, so heißt er. In dieser Praxis ist jemand, nämlich der Arzt selber, angegriffen worden. Und da heißt es, der Vater eines Patienten hat einen Chirurgen angegriffen und ihn mit einem Messer bedroht. Wie der Arzt berichtet, wurde ihm sogar mit Enthauptung gedroht. Und das soll sich am Montag, also vor zwei Tagen, in Troisdorf ereignet haben. Der Patient kam gegen 10 Uhr, war in Begleitung seiner Freundin, die verschleiert war. Er strahlte viel Aggression aus, die verstärkte sich, als ihn behandelte, sagte dieser Chirurg. Und der Patient hat einen Wadenbeinbruch, ich habe ihm alles erklärt, ich habe ihm Übungen gezeigt. Und dann sei er aber einfach aus der Praxis gestürmt und wurde dann mit seinem Vater und seinem Bruder zurück. Und der Vater war mit einem Messer bewaffnet und hat geschrien, dass er ihn enthaupten will. Also diese Dinge sind in unserem Kulturkreis, und da weiß jeder, nicht nur fremd, sondern sind auch Dinge, die aus einer ganz anderen Energie stammen. Ja. Das hat etwas zu tun mit einem Verhalten, das nicht gesellschaftsfähig ist. Das ist ein Verhalten, was, und das muss auch ausgesprochen werden können, nicht dadurch gut wird, dass es ein Farbiger macht. Dass nicht dadurch gut wird, dass es jemand macht, der vielleicht verfolgt worden ist oder was auch immer. Sondern es ist ein Verhalten, das einfach aufzeigt, dass hier eine andere Energie in ganz ausdrücklicher Form jetzt erkennbar wird. Und diese Energie ist es, um die es geht. Und die wird regelrecht herbeigerufen. Ja. Und wir sind sehr deutlich hier schon beim Magischen, bei Rituellen, man könnte sogar sagen bei dämonischen Qualitäten. Und diese Qualitäten werden uns in der Zukunft deutlich beschäftigen. Ich werde sehr vorsichtig sein, darüber hier zu sprechen, weil es jenseits unserer Wahrnehmung ist. Aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig und diese Kräfte werden herbeigerufen und wurden gerufen und sie kommen. Und sie kommen in großer Anzahl und sie zeigen sich in merkwürdigen Gestalten. Eine hat meine Frau mir heute Morgen gegeben, war heute in der Zeitung bei uns, in Ottersberg. Das ist auch ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Ja. Messerangriff im Metronom. Metronom ist ein kleiner Zug. Ja. Alkoholisierter 22er geht auf Fahrgäste los. Wenn man da die Überschrift liest, dann denkt man, naja gut, dass mal einer, der betrunken war, auf die Fahrgäste losgeht, das passiert immer mal. Aber hier lesen wir dann, dass also im Landkreis Rothenburg mehrere Zugreisende mit einem Messer bedroht worden sind, dass er versucht hat, einer jungen Frau, einer 22-Jährigen, in den Rücken zu stechen und dass er auch wieder gedroht hat, jemanden den Kopf abzuschneiden. Das sind Dinge, die jeden Tag auftauchen werden und eben eine ganz eigenartige Qualität haben. Du hast jeder, eben auch das Dämonische angesprochen. Da kommen wir gleich zu. Ja? Okay. Da komme ich gleich nochmal dazu. Ich habe noch zwei Meldungen. 79-Jähriger auf Friedhof vergewaltigt. Hast du das schon mitbekommen? Aus der Welt. Eine unglaubliche Tat. Eine 79-jährige Frau wird am frühen Sonntagmorgen, also jetzt auch unmittelbar, während eines Besuchs auf dem Friedhof vergewaltigt. Der 40-jährige Verdächtige wurde von der Polizei während der Tat erwischt. Also hier haben wir erstmal nicht, wer es ist, aber weiter unter, wer weiterliest, der hört dann, dass es sich um einen 40-jährigen anerkannten Flüchtling aus Eritrea handelt, der seit 2013 in Deutschland lebt. Und das ist also, die Frau konnte am Dienstag, also gestern, das Krankenhaus verlassen. Jetzt müssen wir uns einfach darüber klar sein, dass die 79-Jährige ihn nicht so scharf gemacht hat, vermutlich.
Ich wundere mich auch ein bisschen, ja. Also, er sagt, Mensch, die sieht aber wirklich toll aus. Ja, und ja, da kann weiß, ich nicht hat sich anders. Gut gehalten, also. Sondern wir müssen sehen, was Vergewaltigungen sind. Es sind Übergriffe und Machtdemonstrationen. Und sie haben eine ganz starke magisch-rituelle Qualität auch. Und so ist es in nicht wenigen Kulturen Gebrauch, ich benutze ganz bewusst diesen Begriff, dass Kinder vergewaltigt werden, dass Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine radikale Vergewaltigung erfahren, durch Tiere, durch andere Menschen. Das ist Gebrauch in Strukturen, die hochmagisch, hochrituell sind, auf einer ganz primitiven Ebene. Mhm. Aber trotzdem in ihrer sogenannten Kultur, denn ich sage das ganz bewusst, denn es ist nicht nur ihre Kultur, sondern es sind Strukturen, die gefördert und gepflegt werden, die nicht aus der Kultur heraus entstehen, ja. Eine ganz große Rolle spielt. Und das wird uns jetzt mit einer unglaublichen Deutlichkeit hierher gebracht. Auch das Anspucken, was überall zu finden ist, du hast es nicht explizit erwähnt, aber in den Schwimmbadmeldungen stand es immer drin, Anspucken ist eine ganz starke magische Attacke. Mhm. Also Spucken hat eine ganz starke magische Beziehung. Auch da geht es um Körperflüssigkeiten. Ich könnte hier sehr viel sagen, aber es wird wichtig, dass wir uns schützen, nach und nach. Dass wir uns darüber bewusst Lass werden. Uns da vielleicht auch zum Schluss darüber reden, wie wir uns schützen könnten vor magischen Angriffen. Vielleicht. Ich hab hier noch was, das ist auch ganz anders, harmlos kommt es daher. Und zwar war das der Anpfiff des EM-Finales am 10. Juli 2016. Tausende Falter fallen ins Stadion de France ein. Das habe ich gesehen. Eine merkwürdige Falterplage. Ja. Das ist natürlich auch eigenartig, dass eine Plage an einem Tag zu einer bestimmten Stunde entsteht. Denn eine Plage wird ja vorher erst einmal als Plage schon sichtbar über Wochen hinweg. Ja. Aber das war hier nicht der Fall. Im Stade de France hat vor dem Anpfiff des EM-Finales zwischen Frankreich und Portugal den Fußball kurzzeitig in den Hintergrund gedrückt. Unzählige Tiere bevölkerten den Rasen und befielen Spieler und Offizielle. Für eine weitere Kuriosität sorgte die UEFA. Aber darauf müssen wir jetzt nicht eingehen, denn da gab es dann noch mit einer Wetterprognose, die lautet nämlich 28 Grad und Luftfeuchtigkeit von 38% und Schnee. Also die UEFA hatte eine Meldung, die sah man auch im Hintergrund, dass Schnee angesagt war. Hier siehst du wieder energetische Ausfallerscheinungen. Das sind merkwürdige kleine Besonderheiten. Man könnte aus der Perspektive der Matrix sagen, es sind Fehler in der Matrix. Es ist die Frau im roten Kleid, die vom Programmierer einprogrammiert worden ist und auch Fehler, dass mal irgendwas schief läuft. Das ist die nicht mehr funktionierende energetische Versorgung. Das sind Hinweise. Ja, und das sind, lass mich nochmal sagen, auch Themen, die ich mir ausdrücklich angucke und die bei den Tagesbetrachtungen immer eine Rolle spielen. Denn das sind Dinge, da kriege ich auch Hinweise für die Struktur der magischen Qualitäten, Absurditäten, die entstehen. Sehr schöne Hinweise. Nebenwirkungen. Aber wie geht jetzt der Zuschauer, der jetzt vielleicht sehr viel von Magie gehört hat und eben auch die Qualitäten hinter den Meldungen, dass da sehr viel magisch gearbeitet wird, das kann einen ja beunruhigen. Ich bin nicht so sehr beunruhigt, weil ich das weiß, dass es so ist. Und ich glaube auch, dass ich auf der anderen Seite eben einen gewissen Schutz habe, dadurch, dass ich in meinem Feld bin, das ich selber einnehme. Ja. Was ich aber auch immer wieder bewusst machen muss, denn diese Meldungen oder Meldungen können einen schon runterziehen und dann ist man selber in seiner eigenen Kraft auch geschwächt. Ja. Das heißt, es ist immer wieder eine bewusste Ausdehnung meines Feldes. Genau, genau. Das, was du gerade sagst, ist sehr wichtig. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann ist auch während dieses Zusammentreffens mit dir immer für mich ein Moment spürbar, wo ich dann in diese Meldung auch wirklich hineingehen muss, indem ich dann auch die Meldung, ich sage, ein Stück weit ernst nehmen muss, indem ich sie eben herausziehe und natürlich auch mit dir und den Zuschauern teile. Aber ich kann danach auch wieder heraustreten. Ja. Für viele Menschen ist das schwer. Ja. Und sie verfangen sich dann auch sehr schnell wieder in diesen Strukturen. Also da gilt mal ganz grundsätzlich Abstand zu halten. Und damit meine ich jetzt nicht so einen pauschalen eine Hinweis, eine Armlänge. Übrigens, das ist an sich ein guter Hinweis, nur nicht in diesem Kontext. Aber es bedeutet einfach, dass wir überhaupt einmal überhaupt in Betracht ziehen, dass es energetische Übergriffe gibt. Mhm. Und wenn wir anfangen, das in Betracht zu ziehen, dann wird der Prozess des Erwachsenen auch in Bewegung. Also wer sich mit dem Tarot beschäftigt, das hat so schöne Bilder dafür. Im Tarot gibt es die erste Karte, das ist der Narr. Mhm.
die kennst du vielleicht. Das ist so jemand, der nach oben guckt und vor einem schwer, also wenn wir vom Rider-Waite-Tarot sprechen, es gibt ganz viele Tarot-Varianten. Ja. Rider-Waite ist das klassische Tarot. Und dort gibt es noch diesen Hund, der ein bisschen aufgeregt hochspringt. Und ein Hans-Guck in die Luft. Ja, ein Hans-Guck in die Luft, der also nichts weiß von der Gefahr. Das typische Kind, der unbedarft in die Welt geht, die Eltern, die sagen, oh Gott, hoffentlich mag nichts passieren. Das hat eine wunderbare, schöne, naive, freundliche Qualität. Und das lieben ja auch viele Menschen an ihren Kindern, ja, dass sie so fröhlich und auch unverdorben in die Welt gehen. Ja, genau. Die nächste Karte, die dann im Tarot aber unsere Verwandlung ausdrückt, das ist der Magier. Mhm. Und dieser Magier, der steht an einem Tisch und der hat einen Arm nach oben und einen nach unten gestreckt. Und wenn der Zuschauer jetzt nicht weiß, was ich meine, kann er ja mal bei Google der Magier eingeben, Rider-Waite-Tarot. Und dann sieht er dieses Bild. Und dieser Magier, der steht ganz entspannt, in einer sehr entspannten Haltung vor einem Tisch. Und auf diesem Tisch, da stehen seine Werkzeuge. Und das ist der Kelch, das ist der Stab, das ist das Schwert und das sind die Münzen. Das sind vier Werkzeuge. Und aus diesen vier Werkzeugen, das ist die Erde gemacht. Das sind die vier Säulen der Erde. Das sind die Kräfte aus der Alchemie, die Welt besteht. Und er hat eine Hand nach unten und eine nach oben. Er bringt jetzt Ordnung in die Welt. Das ist seine Aufgabe. Das ist unsere aller Aufgabe als Magier. Und wir sind am stärksten dadurch gefährdet, dass wir nicht mehr wissen, was für mich gefährlich ist, was ungefährlich ist, was giftig ist, was gesund ist, was mir dient und was ich mit Vorsicht betrachte. Ja. Das kann nur der Erwachsene. Das Kind stopft alles in den Mund und dann sagt die Mutter, Gottes Willen, die Vogelbeere, ja, die darfst du nicht essen oder was auch immer. Ja, die Eberesche ist gefährlich. Ja. Aber wenn du als Erwachsener bist, weißt du, dass es eine wunderbare Pflanze ist für die Vögel im Winter, die sich dann da ernähren können. Und so hat alles seinen Platz. Der unreife Mensch, der sagt, das muss ausgerottet werden, das hat keinen Platz. Mhm. Der Reife versteht, dass es seine Ordnung hat. Und das ist das Allerwichtigste. Du kannst nicht magisch arbeiten, wenn du keine substanzielle Kraft beziehst aus deiner Quelle. Und du solltest auch nicht magisch arbeiten, wenn du nicht deine eigene Struktur für dich in diese Ordnung bringst. Und das ist meine erste Aufforderung an alle, könnte man sagen. Nimm dich in der Welt wahr, versuch die Realität zu sehen, wie sie ist, nimm sie auf und bring sie in Ordnung, aber nicht indem du sie künstlicher Ordnung unterwirfst, sondern sage dir, wo hat das seinen Platz? Ja. Nicht hat es seinen Platz, sondern wo? Ja. Und dann sagst du, okay, das hat seinen Platz dort und das ist gefährlich. Da darf mein Kind nicht alleine hin. Das ist der Ort, an dem es wilde Tiere gibt. Da gibt es Gefahren. Und denke mal dran, Joe, als die Fußballmeisterschaft in Südafrika war, ich glaube, das war die Weltmeisterschaft. Ne? Ja, ja. Und da, da waren ganz viele Ranger entsetzt, dass europäische Touristen einfach aus den Autos ausgestiegen sind und zu den Löwen gegangen sind. Das drückt jetzt genau. In China auch eine Frau von einem, die aus dem Auto im Safari-Park ausgestiegen ist, wurde dann wirklich zerfleischt. Ja, das ist genau Ausdruck dieser Qualität. Ja. Und wir sind nicht in der Lage und wir können nicht unterscheiden. Wir halten die Pfleger für gefährlich und halten die Löwen für Teddys. Das ist unsere Unfähigkeit. Und wenn du das nicht kannst, brauchst du und solltest du überhaupt nicht magisch arbeiten, weil du nicht mal weißt, was du einlädst. Also es fängt an mit Bewusstsein über alles, wie die Dinge. Erstmal, was bist du? Was ist deine Position? Dann, was ist für dich jetzt wirklich schädlich und was nicht? Sich darüber auch bewusst zu werden. Und wir leben ja in einer Welt, wo das so verdreht ist, dass man sagt, das, was für uns eigentlich schlecht ist, das ist eigentlich gut. Mhm. Ne? Also wenn ganz viele Leute hierher kommen, das ist super, das sind Fachkräfte und die machen alles besser. Die bereichern uns. Und den Menschen sagt man, geh nach Deutschland. Warum sollst du in deinem Land hier in Syrien arbeiten? Warum sollst du in Kuba, die Menschen kommen aus der ganzen Welt, sondern geh dahin und da wirst du versorgt. Und die kommen her und sind genauso Opfer einer Struktur, in der man ihnen nicht hilft, ihre eigene Qualität und Kultur im Rahmen ihrer eigenen Entwicklungsprozesse anzugehen, sondern es wird zusammengeworfen, was erst wieder wirklich für sich selber erkannt werden muss, damit man die eigenen Qualitäten nicht verliert in diesem Gemenge. Also ist diese Zeit im Moment auch trotz all der Wirren, die ist gut geeignet, im Moment diese Dinge sich bewusst zu machen, sie zwingen uns dazu. Aber je mehr wir bereit sind, uns eben damit zu befassen und die Dinge mit Abstand anzugucken, desto
weniger lassen wir uns davon manipulieren. Denn gewünscht ist ja, dass wir aus all diesen Dingen, die wir jetzt in den Meldungen hatten, dass wir da jetzt sitzen, oh Gott, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen schärfere Waffengesetze, wir brauchen 1000 Sachen von die der Staat, die Frau Merkel machen muss. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht brauchen. Das heißt, wir brauchen in uns die eigene Kraft wahrzunehmen, anzunehmen, den Raum einzunehmen und zu sagen, hier ist Stopp. Genau. Und was ist dein Schlusswort? Das Wissen über die innere Kraft und das Wissen über dich in deiner wahren Qualität, das ist wirklich der Schlüssel für deine Befreiung. Und nun muss man ergänzend noch sagen, dass diese Befreiung schon stattgefunden hat auf dieser Ebene. Das heißt, dieser Aspekt in dir, der die Wahrheit wirklich ausdrückt, war nie gefangen genommen, war nie unterdrückt, war nie unfrei. Aber diese Identifikation mit dem, was unfrei ist, das ist das, was uns gefangen hält. Also die Befreiung liegt zum einen in einem Wissen im Äußeren, auf welche Art und Weise geschieht dieses Festhalten. Und das geschieht so lange, solange du nicht erkennst, dass in Wahrheit alles auf dem Kopf steht und dass du derjenige bist, und das meine ich sehr, sehr konkret, der das System mit Energie versorgt und von daher einen wichtigen Anteil liefert zu dem, was dort geschieht und der auch die Möglichkeit hat, diese Energie zurückzunehmen oder auch diese Energie ganz freiwillig zu teilen, um dann aber auch mitzubestimmen, was mit dieser Energie geschehen kann. Das ist der äußere Weg, den ich Ich-Erkenntnisse nennen möchte. Du erkennst dich in der Welt, in all deinen Facetten und erkennst jetzt, dass eine Ordnung gebraucht wird, die dir kein anderer geben kann, dass das, was man dir präsentiert, nichts ist als eine gewaltige Unordnung, die für eine neue Definition der Ordnung verkauft wird. Und dann kommt schließlich über diesen Weg zwingend das innere Erwachen, denn deine wahre Quelle ist ohnehin die Quelle all dessen, was in dieser illusionären Welt geschieht. Und wenn du die erkennst, dann erkennst du, dass alles immer so war, wie es sein muss und nie anders sein kann und dass sich in Wahrheit nichts verändert hat, nie etwas geschieht, nie etwas geschehen wird und trotzdem es eine unglaubliche Möglichkeit ist, diese Geschehnisse in ihrer Verwirrung wahrzunehmen, um schließlich zu erkennen, dass alles schon immer so war, wie es sein muss. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne.